So, schönen guten Morgen. Es freut mich mal prinzipiell, dass so viele Leute gekommen sind, obwohl Samstagvormittag ist. Und ich habe schon von Marvelino gehört, ihr habt gestern eine extra lange Session eingelegt. Ja, aber es sind coole Themen gewesen gestern. Und also gerade das ganze Schmerz und Cox und GI-Trakt, da ist halt viel Physiologie dabei und Physiologie ist halt immer spannend. Gut, also was machen wir heute? Wir wiederholen kurz. Die wichtigsten Krankheiten, nur ganz kurz mit Erreger und wie wir sie behandeln. Dann machen wir den Rest Antibiotika und Antimykotika. Antimykotika sind halt nur ein kleinerer Part, aber vernachlässigt sie nicht, okay. Gerade Azole sind sehr wichtig, weil sie meistens First-Line-Medikamente sind. Also Fluconazol, Voriconazol, bla bla bla. Und dann machen wir entweder noch Rezeptieren, ganz kurz, oder Eisenblei. Das suchen wir uns dann aus, was wir machen. Ich hoffe, es geht sich halt aus. Aber Rezeptieren, da, zumindest ein paar Worte sage ich dazu, aber das ist eh, wie ein Rezept aufgebaut sein muss, sagt Ihnen der Hausverstand eigentlich. Das ist ja nicht so schwierig. Wenn man es mal sich durchdenkt. Gut, hier haben wir unsere Literaturliste, dass wir die immer oben haben. Gut. Ah ja, eigentlich müsste die Folie schon wieder weg mit diesen. Ah ja, genau, bevor ich es vergesse, es hat jemand ein Buch letztens vergessen. Einen kleinen Taschenatlas Physiologie. Ne, ist ein Bibliotheksbuch. Gut. Ich lasse es mal hier liegen und der oder diejenige, der es ausgeborgt hat, soll dann kommen. Ah, Fernseher einschalten, ja, können wir machen. Was soll eigentlich gleich kommen? Ja. Gut. So. Bevor ich es vergesse, ein kurzer Nachtrag zu den ZYPs. Das wollte ich schon am ersten Tag sagen, habe es vergessen. Ein bekannter ZYP-Inhibitor ist Grapefruitsaft. In den USA machen sie Folgendes: Sie verabreichen Patienten, die HIV-Medikamente nehmen, Grapefruitsaft dazu, weil dann müssen sie nicht so eine hohe Konzentration, kann man die Dosis senken. Okay, Grapefruitsaft blockiert ZYPs, ZYP3A vor allem, und Johanniskraut ist ein ZYP-Inducer, weil manchmal wird dann angeraten, ja, das ist super zum Einschlafen oder bei alten Menschen, zur Steigerung von was auch immer, und das kann dann ZYPs induzieren und dadurch zu Interaktionen mit Medikamenten führen. Gut. So, die wichtigsten Erreger des Harnwegsinfektes. Was sind wichtige Erreger des Harnwegsinfektes? HWI, Harnwegsinfekt, sagen wir mal primär die Zystitis, okay? Zystitis. Wichtige Erreger sind E. coli, haben wir schon gesagt, gehört. Was noch? Proteus, sehr gut. Proteus. Proteus oder die Klebsiellen. Was noch? Honeymoon-Zystitis. Was macht Honeymoon-Zystitis? Saprophyticus, genau. S-Saprophyticus. Und dann, was macht komplizierte Harnwegsinfekte? Enterokokken und auch Proteus und Klebsiellen. Enterokokken. Okay. Die beiden hier sind unkompliziert und die sind kompliziert. Okay. Was geben wir beim Harnwegsinfekt? Bei der Zystitis? Was ist First-Line-Medikamente sind zum Beispiel? Piflimecillinam. Was ist Piflimecillinam? Ein was? Ein Amino oder ein Amidino? Ein Avelino-Penicillin. Nein, ein Amidino-Penicillin. Ja, und was ist das Besondere daran? Genau, es wirkt perfekt im gramnegativen Bereich. Deshalb haben wir es gern. Also, wir könnten geben Piflimecillinam. Ja, so, es wirkt ja auch, es wirkt schon gegen das Staphylococcus auch, ja, normalerweise. Es hat besondere Wirkung im gramnegativen Bereich, aber nicht nur. Aber es wirkt dann verstärkt im gramnegativen Bereich und deshalb gibt man es dort halt gerne beim Harnwegsinfekt. Was wären Alternativen?
Cefalexin wäre eine Möglichkeit, könnte man bei Schwangeren geben, ja. Aber andere klassische Medikamente wie beim Fosfomycin, was ist das Tolle am Fosfomycin? One dose, 3 Gramm Fosfomycin. Und wann geben wir das? In der Früh, zu Mittag oder am Abend? Abend, genau, dass es in der Harnblase anreichert. Nitrofurantoin, genau. Nitrofurantoin hören wir heute noch. Was beachten wir beim Nitrofurantoin? Können wir das auch zur Prophylaxe verwenden? Nein, nur zur akuten Behandlung des Harnwegsinfektes, nicht zur Prophylaxe, weil es eben zu Lungenfibrosen führen kann. Gut, das sind so die Klassiker, okay? Dann wird es noch geben, ist Trimetoprim, da haben wir aber Resistenzen, oder ist Norfloxacin oder was auch immer. Oder man könnte auch, wenn ich jetzt eine Pyelonephritis habe, wenn ich quasi eine Nierenbeckenentzündung habe, würde sich eher anbieten, das Ciprofloxacin zu verwenden. Okay? Gut. Pneumonie. Pneumonie, wie schaut es da aus? Was sind klassische Erreger der Pneumonie? Pneumokokken, Name ist schon drinnen, ja? Die Pneumokokken. Was noch? Haemophilus, sehr gut. H-Influenza, der heißt der Haemophilus Influenza, weil er ursprünglich hat man sich gedacht, das ist der Auslöser der Grippe, der Influenza. Aber das ist die Idee, das ist halt eher deshalb, weil auf eine virale Infektion kann sich eine bakterielle draufsetzen und da wurde der halt gefunden. Was haben wir noch? Ja, gramnegative Keime haben wir auch. E. coli, Klebsiella kannst du natürlich auch machen. Gramnegative Keime, gramnegative, sagen wir mal. Gramnegative sind halt eher bei der Hospital Acquired, okay? Wenn ich im Krankenhaus bin, habe ich gramnegative Keime eher. Was haben wir noch für eine atypische Pneumonie? Was haben wir da zum Beispiel für Keime? Rickettsien. Ja, die Kätzchen sind interzellulär, aber sind jetzt nicht klassische Pneumonieerreger. Legionellen sind klassische atypische Erreger, wenn jemand auf Urlaub war und im Whirlpool gesessen ist und nachher eine Pneumonie hat, eine atypische. Oder die Chlamydien oder die Mykoplasmen hätten wir noch. Und den guten alten Pseudomonas haben wir auch, ist ein gramnegativer Keim, ja, aber ich schreibe ihn mal her. Wer hat Pseudomonas-Infektionen? CF-Patienten, ja. CF-Patienten sind wichtig, aber wie viele CF-Patienten werden wir sehen? Eher wahrscheinlich nicht so viele. Natürlich gibt es genug, aber wenn man ja gerade mit denen arbeitet, sieht man sie eher selten, wenn man auf der Pulmo ist. Aber Pseudomonas-Infektionen haben oft Personen, die an der Beatmungsmaschine hängen, okay? Ventilator-associated Pneumonia sind oft durch Pseudomonas verursacht. Also auf der Intensivstation haben wir den häufigen. Gut, jetzt haben wir mal die wichtigen Keime. Gibt natürlich immer mehr, aber sind mal die wichtigen. Wie behandeln wir jetzt eine Pneumonie? Wie behandeln wir eine Community-Acquired Pneumonia, also jemand, der draußen ist im Feld, nicht im Spital und der eine Pneumonie hat? Da haben wir vermutlich mal Pneumokokken. Und Haemophilus sind so klassische Erreger. Wie behandeln wir den, wenn es eine typische Pneumonie ist? Wird es gleich mit einem Moxifloxacin wäre möglich, ja. Rein theoretisch, Levo oder Moxifloxacin für respiratorische Infekte, ist aber nicht First Line. Du würdest dann, bis First Line, welche Medikamentenklasse ist immer First Line bei den Antibiotikern? Ein Beta-Lactam, immer ein Beta-Lactam. Was nehmen wir denn, wenn wir es nicht wissen, ob es der Pneumokok oder Haemophilus ist, was nehmen wir? Ceftriaxon. Ceftriaxon wäre theoretisch möglich, aber schau, du bist Hausarzt, es kommt wer zu dir. Wie gibst du Ceftriaxon? IV. Sollte jeden Tag kommen und du hängst die jeden Tag Infusion an? Nein, ist ja unpraktisch. Wir nehmen was Orales natürlich. Also ein Aminopenicillin nehmen wir natürlich. Wir nehmen entweder Amoxicillin und Clavulansäure oder Ampicillin und Sulbactam. Ampisul können wir geben. Also quasi
natürlich muss es dieses Sultamicillin sein, das Präparat, das oral bierverfügbar ist. Okay. Andere Möglichkeit wäre, was hätten wir für eine Möglichkeit, die Klasse haben wir noch nicht durchgemacht. Eine andere Möglichkeit wäre, ich nehme ein Makrolid. Okay. Makrolide sind nämlich einerseits für respiratorische Infekte, andererseits für Geschlechtskrankheiten. Hören wir heute noch, okay? Ich könnte Makrolide nehmen. Problem bei den Makroliden ist, dass ca. 20%, manchmal heißt es 10, manchmal 20, sagen wir so 20% herum der Pneumokokken, sind resistent gegen Makrolide. Das heißt, jeder fünfte, den kann ich nicht gescheit damit behandeln. Und gegen Haemophilus wirken Makrolide auch nicht so gut. Acitro hat noch die beste Wirksamkeit. Okay, aber wäre eine Alternative. Und wenn man jetzt einen jungen, gesunden Mann hat, so wie dich zum Beispiel, und du hast eine Pneumonie, kann ich mir überlegen, da gibt es sogar, ich habe auf der Infektformulier die Markage schon mal, und da hat der Professor Graninger mal gesagt, ja, junger, gesunder Mann, wenn der Pneumonie hat, den kann man auch Azithromycin 1,5 Gramm IV geben, IV, dass man wirklich einen guten Spiegel hat, und den schickt man wieder heim. Gibt's auch. Aber im Prinzip, wir merken uns für den klinischen Alltag, entweder ein Beta-Lactam, das die Haemophilus drinnen hat, oder ein Makrolid. Gut, natürlich kann man auch ein Flurkinolon geben dann, wenn man muss. Ja? Könnte man auch, aber welche müsste ich geben, welche Generation? Erste oder zweite? Warum zweite? Ja, aber wenn ihr sind, ja, aber gegen welchen speziell? Welcher Keim ist speziell, welcher Keim klassifiziert eigentlich die Klasse 2? Haemophilus, genau. Wen müssten wir Klasse 2 geben? Cefuroxim zum Beispiel. Oder Cefuroxim-Acetyl als oral bierverfügbares. Obwohl es, bitte? Wäre nicht verkehrt, keineswegs, natürlich, ja. Gut, eben, es gibt viele Lösungen. Bei atypischen Pneumonien ist es klar, da brauche ich ein Makrolid, okay? Bei atypischen Pneumonien, auch Legionellen, brauche ich ein Makrolid. Sagen wir mal Claritro. Ist ja wurscht welches. Oder Roxitro kann man sich auch, oder Acitro kann man sich auch suchen, okay? Hm? Bei der atypischen kann man auch Doxycyclin geben, natürlich. Aber Makrolide sind besser verträglich, haben eine bessere Bierverfügbarkeit, sind besser verträglich, haben weniger Nebenwirkungen. Also nehme ich natürlich immer sowas zuerst. Aber kann man geben, keineswegs. Und man könnte auch Levofloxacin geben. Bei der atypischen, okay? Auch klassisch. Man könnte auch Levo geben, Levofloxacin. Gerade bei den Legionellen, Acitro oder Levo kann man sich aussuchen. Gut. Meningitis. Da hat der Avelino gezeichnet anscheinend. Meningitis. Was sind Meningitis-Auslöser? Welche Bakterien? Meningokokken. Das sagt der Name schon. Sagen wir mal Nice Serien. Nice Men. Was noch? Listerien, genau, sehr gut. Wer ist von Listerien befallen? Die Kleinen und die Alten. Kleine, Kleinkinder und Alte. Was noch? Haemophilus kann es auch machen. Sehen wir den noch oft? Haemophilus werden wir wahrscheinlich immer weniger sehen wegen der Impfung. Da gibt es eine 6-Wochen-Impfung. Diphtherie, Tetanus, Polio, Pertussis, Haemophilus, Hepatitis B. Und da ist der drinnen, werden wir weniger sehen. Was noch? Streptokokken, genau, Streptokokken können es machen. Es können einerseits die Pneumokokken machen, Streptococcus pneumoniae kann es machen, oder der Streptococcus agalacticae. Und der agalacticae, Neugeborene, weil der besiedelt die Scheidenflora. Gut, natürlich auch E. coli kann es machen, es kann... De facto kann fast jedes Bakterium alles machen, aber es gibt halt so klassische Besiedelungen und klassische Krankheitsbilder. Zum Beispiel die Meningokokken können auch eine Konjunktivitis machen oder eine Pneumonie
okay, oder eine Pharyngitis, aber es ist halt klassisch, ist die Meningitis. Wie behandeln wir die Meningitis? Ceftriaxon plus Ampicillin. Warum geben wir Ampicillin? Wegen den Listerien, genau, dass wir die Listerien abdecken. Das heißt, wenn ich es nicht weiß, muss ich mal, wenn jemand kommt mit Nackensteife, Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, vielleicht auch noch foto- und phonophobisch ist und bewusstseinsgetrübt, zack, Lumbalpunktion und erst nach der Lumbalpunktion behandle ich an mit den beiden und dann kann ich nach Antibiogramm nachbehandeln. Okay? Also wenn ich natürlich dann, wenn dann rauskommt, ich habe der Patient hat eine Meningokokkenmeningitis, das auf Beta-Lactame, das auf Penicillin empfindlich ist, na, dann setze ich die beiden ab und stelle auf Penicillin um. Okay, aber man kann auch mit Ceftriaxon bleiben. Aber das Ampi kann man dann rausnehmen zum Beispiel. Gut. Was ist es wichtig beim Ceftriaxon? Was merken wir uns als Charakteristika? Lange Halbwertszeit von 8 Stunden. Was noch? Biliäre Elimination. Was noch? Gallensteine. Genau, das sind die drei Fakten zum Ceftriaxon. Es hat eine längere Halbwertszeit, 8 Stunden, wird biliär eliminiert und kann zu Gallensteinen führen. Und welche Generation gehört es an? Dritte Generation. Tri, hat er das Tri drinnen für die dritte Generation. Ceftazidim wäre ein anderes zum Beispiel. Na, Ceftazidim ist vierte. Cefotaxim wäre anderes von der dritten Generation. Cefotaxim wäre dritte Generation. Gut. Noch was wichtig bei der Meningitis, das waren einmal die wichtigen Sachen. Interessant ist vielleicht noch die Meningokokkenmeningitis, genau, da müssen wir ja eine Prophylaxe machen. Welche Prophylaxe machen wir bei einer Meningokokkenmeningitis? Was gibt es für Möglichkeiten? Sehr gut. Ciprofloxacin bei Erwachsenen, einmal 500 Milligramm. Rifampicin bei Kindern, zweimal 600 Milligramm, also an 2 Tagen. Und dann Ceftriaxon 250 Milligramm intramuskulär bei Schwangeren. Dosierungen müsst ihr nicht wissen, dann muss man es machen. Und noch spannend ist vielleicht, dass die Meningokokken durch Neisserien, durch Meningokokken, Meningitis, da haben die Patienten oft Petechien oder Purpura. Okay? Also wenn ich jemanden habe mit eben Meningitis-Zeichen plus ich sehe Petechien oder Purpura, Purpura sind halt größerflächige Flecken, dann ist der Verdacht auf Meningokokken ganz groß. Gut, Endokarditis, nur ganz kurz. Endokarditis, welche Keime können Endokarditis machen? Gram-positive Kokken. Gram-positive Kokken. Also Staphylokokken, Streptokokken, Enterokokken. Ja, Streptokokken. Wie teilt man Streptokokken ein? Ja? Ja, Lenzfield ist dann aber eher nur die Gruppe, die Beta-Hämolysierenden kann man nach Lenzfield einteilen. Aber sonst mal Alpha-Hämolysierende Streptokokken sind der Pneumone und die Viridans-Gruppe. Viridans ist zum Beispiel Oris, Mutans, Sanguins, Galolithicus und sowas. Die machen die Endokarditis lenta. Und dann gibt es noch die Beta-Hämolysierenden, da haben wir den Pyogenes und den Agalactica. Gut, für uns ist nur das wichtig, wie die Endokarditis ausschaut, ist es wurscht. Aber das ist ein sehr geiles Krankheitsbild, wirklich. Macht es richtig Spaß, wenn man über das lernt und was das kann alles. Gut, was haben wir noch für ein Störungsbild? Die Urethritis. Urethritis. Was löst eine Urethritis aus? Neisserien, welche? Die Gonokokken, genau. Die Gonokokken oder was noch? Chlamydien, die Chlamydien, genau. Chlamydien. Wir erinnern uns, beide haben sehr hohe, bei beiden ist es eigentlich, ist man oft asymptomatisch. Chlamydien, bis zu 80% der Frauen sind asymptomatisch, bis zu 50% der Männer. Bei den Gonokokken sind bis zu 50% der Frauen asymptomatisch, 25% der Männer. Gonokokken nach 1 bis 3 Tagen Postinfektion, eitriger Ausfluss. Chlamydien 1 bis 2 Wochen später, klarer Ausfluss.
Okay. Wie behandeln wir es? Ja, mit Makroliden. Mit welchem Makrolid? Azithromycin. Chlamydien ist Azithromycin. 1,5 Gramm oral. Das war's. Ein einziges Mal. Die Chlamydien sollten weg sein. Okay. Gonokokken behandeln wir wie? Ceftriaxon. Ceftri plus Azithro. Okay. Mit den beiden behandeln wir das. Gut. Hätten wir mal die wichtigsten Krankheitsbilder. Na gut, okay, was kann eine Otitis media auslösen, dass wir es in der Vollständigkeit haben? Otitis, was macht Otitis media? Welche Bakterien? Streptokokken, Moraxella, genau, machen wir Moraxella. Moraxella. Streptokokken können es machen. Streptokokken oder Haemophilus kann es machen. Haemophilus, okay. Und wie behandeln wir es? Amoxicillin-Clavulansäure, sehr gut. Ihr müsst aber immer nur denken, Amoxicillin plus Clavulan. Mit Amoxicillin habe ich den Haemophilus drin, den Moraxella drinnen und die Streptokokken sowieso. Okay, immer denken, was habe ich für Bereiche. Warum kann man bei Gonokokken kein Benzylpenicillin geben? Ich nehme mal an, dass Resistenzen haben oder dass einfach das Ceftriaxon wirkt halt besser. Mittlerweile muss man sowieso die zwei Sachen geben, nicht nur eines. Also das Benzylpenicillin wirkt ja schon bei Neisserien, aber eher bei den Meningokokken. Okay? Genauso wie zum Beispiel Makrolide wirken auch gegen Neisserien, wirken aber nur gegen die Gonokokken und nicht gegen die Meningokokken. Okay? Manchmal gibt es halt erworbene oder prinzipielle Resistenzen. Der Vollständigkeit halber, okay, wie schaut es aus mit der Tonsillitis? Wer löst Tonsillitis aus? Streptococcus pyogenes, wie behandeln wir den? Ospen, was ist Ospen? Penicillin, genau. Wir merken uns, Streptokokken, Penicillin, okay? Streptokokken ist immer Penicillin. Wenn ich hundertprozentig weiß, es ist die. Gut. Womit kann man die Streptokokken-Tonsillitis verwechseln? Mit Epstein-Barr-Virus-Infektion. Sehr gut. Denen gibt man dann ein Amoxicillin und dann nach 8 Tagen herum kriegen sie ihr Ampicillin oder Amoxicillin-Exanthem. Und dann glauben sie, sie haben eine Allergie. Gut. Nur ein ganz kurzer Nachtrag zu den Aminoglykosiden. Wir wiederholen kurz die wichtigsten Facts. Aminoglykoside wirken im gramnegativen aeroben Bereich, haben keine orale Bierverfügbarkeit, können nur IV gegeben werden, Verteilungsvolumen 0,25 Liter, Halbwertszeit 2,5 Stunden, ototoxisch, nephrotoxisch, neuromuskuläre Blockade. Und das habe ich vor kurzem in einem Artikel wo gelesen, dass es eine Forschergruppe gibt und die hat ein gewisses Aminoglykosid, das Sisomycin, das ist für topische Anwendung, hergenommen und hat das chemisch modifiziert und im Tierexperiment, in der Petrischale und bei Ratten oder Mäusen, hat das keine ototoxischen und keine nephrotoxischen Nebenwirkungen. Also vielleicht kommt in naher Zukunft, in den nächsten 10 Jahren, vielleicht gibt es dann ähnliche Aminoglykoside, die ja super sind wegen dem Wirkspektrum und weil sie bakterizid wirken und weil sie einen synergistischen Effekt haben mit Beta-Lactamen. Vielleicht kommen mal welche, die keine ototoxischen Effekte haben. Bitte? Die Substanzen, die nicht ototoxisch sind, die haben noch keinen Namen. Die heißt, glaube ich, jetzt N1MS. Aber ein Abkömmling vom Sisomycin. Gut. So, jetzt geht's. Was stürzen wir uns in die Makrolide? Das ist also, habe ich schon mal gesagt, wenn wir jemanden behandeln, antibiotisch behandeln wollen, First Line Beta-Lactam, also sagen wir ein Penicillin oder ein Cephalosporin, geht das nicht. Überlegen wir uns, geht ein Makrolid.
geht kein Makrolid, nehmen wir ein Fluorquinolon. Geht kein Fluorquinolon, na dann schauen wir mal, was wir sonst noch im Petto haben. Okay? Gut. Jetzt machen wir mal die Makrolide. Makrolide, Klassevertreter Erythromycin, die Pharmakodynamik ist, sie binden quasi an den großen Anteil hier, 70S-Anteil, und hemmen die Translokation im bakteriellen Ribosom. Okay? Die wirken bakteriostatisch. Bakteriostatisch wirken Makrolide. Wir haben ja einige Vertreter, Erythromycin, Clarithromycin, Roxithromycin, Azithromycin, Josamycin, Spiramycin und das Fidaxomycin. Aber Fidaxomycin ist was Spezielles, bei der Clostridium difficile assoziierten Diarrhoe kommt das erst, das besprechen wir dort. Und das Telithromycin ist nicht mehr wirklich im Einsatz, das ist halt ein Ketolid, das ist nicht mehr wirklich im Einsatz, weil es schwer hepatotoxisch und auch hepatotoxisch ist und auch schon zu Todesfällen geführt hat, okay? Aber der Vollständigkeit halber sei es ja angeführt. Erythromycin wird auch nicht mehr als Antibiotikum verwendet, in dem Sinn als zur Antibiose, sondern als Prokinetikum, okay? Zur Antreibung der Darmfunktion, weil es ein Agonist am Motilinrezeptor ist. Das schauen wir uns nachher noch an, genau. Ja, das wird auf der Chirurgie nach einer Darmoperation, um den Darm anzutreiben, kannst du schon mal Erythromycin geben, 250 Milligramm. Ist ein Prokinetikum, wird nur mal als solches eingesetzt. Find's auch ein bisschen komisch, weil gerade wenn ich dann, kann ja Resistenzen de facto induzieren. Aber ja. Gut, also, Verteilungsvolumen, sie ist ungefähr 0,8 bis 3 Liter, außer beim Azithromycin habe ich 30 Liter. Azithromycin verteilt sich gut in die Makrophagen und die Neutrophilen. Sehr großes Verteilungsvolumen. Deshalb hat es auch eine lange Halbwertszeit. Die werden alle hepatisch eliminiert. Okay, keine Dosisanpassung an die Niere, außer bei Clarithromycin. Clarithromycin, wenn die GFR unter 30 fällt, dann muss ich bei Clarithromycin eine Nierenanpassung vornehmen. Aber ihr könnt es euch grob merken, die werden hepatisch eliminiert. Okay? Die Bioverfügbarkeit variiert eben. 60% hätte zum Beispiel Roxithromycin, äußert sich dadurch, dass die Tabletten nur 300 Milligramm haben. 50% wäre zum Beispiel Clarithromycin, 40% Azithromycin und 30% bei Erythromycin schwankt es halt. Wichtig ist, Spiramycin, Indikation, Toxoplasma-Infektion bei Schwangeren. Wir merken uns, Spira S, die Schwangeren. Und wogegen setzt man es jetzt ein im Endeffekt? Was ist das Wirkungsspektrum? Wirkungsspektrum habe ich vorher schon kurz erwähnt. Respiratorische Infekte. Oder Geschlechtskrankheiten. Ist wieder eingesetzt bei den Gonokokken und auch bei den Chlamydien. Okay, und bei respiratorischen Infekten kann ich es nehmen bei atypischer Pneumonie oder auch bei einer typischen Pneumonie. Oder auch bei Legionellen kann ich es nehmen. Okay, und hier sehen wir eben das Wirkungsspektrum. Und ich kann es auch nehmen als Ersatz, wenn jemand Penicillinallergie hat, für eine Angina tonsillaris oder für eine Otitis media kann ich es auch nehmen. Hier sehen wir eben die Wirkungsbereiche und auch die Interzellulären werden erfasst und auch Spirocheten, aber bei Treponema pallidum ist es nicht First Line, das ist natürlich First Line Penicillin bei der Syphilis und bei den Borrelien ist First Line Doxycyclin. Okay, machen wir aber heute eh noch. Also die Borreliose ist einfach, das muss schalten. Borreliose ist gleich Doxycyclin, okay, das muss schalten sofort. Die würden auch hemmen, da hat es im letzten Jahr, im Sommer herum, hat es einen Artikel gegeben im New England Journal, wo sie verglichen haben, die Wirksamkeit von Doxycyclin und Makroliden bei Borrelien. Doxycyclin in über 90% der Fälle der Borreliose erfolgreich, bei Makroliden, bei Azithromycin waren es nur 70-80%. Nur so Bemerkung am Rand. Ja, man könnte es nehmen.
Gut, haben wir schon gesagt. Die wichtigen Sachen eben respiratorische oder sexuell übertragbare Krankheiten. Und atypische Pneumonien, ganz wichtig. Und auch der H. pylori, ihr habt es gestern ja schon gelernt. Wie ist das Eradikationsschema vom H. pylori? Ja, oder? Genau, wir haben einerseits das Clarithromycin, entweder PPI, Clarithromycin und Metronidazol, oder das Metronidazol kann mit Ampicillin ausgetauscht werden. Ja? Ja, warum? Das Clarithromycin greift an, was angreift, und das Metronidazol führt halt zu DNA-Strangbrüchen. Das hat man natürlich, schau, man hat Studien gemacht dazu. Man überlegt sich zuerst theoretisch, wie kann ich die behandeln, was könnte wirken oder was wirkt in der Zellkultur. Dann mache ich eine Studie, dann mache ich von mir aus drei Arme, eine Studie mit drei Armen, randomisiert, teilt zufällig zu und behandle einfach diese drei Arme mit unterschiedlichen Antibiotika und schaue mir das Outcome an. Und da hat sich halt gezeigt, dass die sehr wirksam sind, diese Kombinationen. Aber mittlerweile haben wir das Problem, dass wir eine zunehmende Clarithromycin-Resistenz haben, bis zu 30%. Und dann wird manchmal Clarithromycin durch Levofloxacin ersetzt. Und es gibt ein ganz neues Schema, das sogar eine Quadrupeltherapie vorschlägt. Also drei Antibiotika plus PPI. PPI plus Amoxi plus Metro plus Clari. Oder man kann das Clari durch Levo ersetzen. Okay? Das ist ein ganz neues Schema, das man sich überlegt. Und da gibt es wieder die Möglichkeit, dass man das macht, dass man das für 5 Tage gibt. Und dann das für 5 Tage. Also mit PPI natürlich dazu hier hinten. Oder man gibt alles für alle zusammen für 5 bis 7 Tage. Okay, es stellt sich die Frage, ja, es gibt so viele Schemata, was mache ich, wenn ich im Seminar eine rezeptieren muss für ein H. pylori? Jetzt bin ich ganz verwirrt. Jeder sagt was anderes, was mache ich jetzt? Orientiert sich einfach an dem klassischen Schema mit Clari und Amoxi oder Clari und Metro. Okay, oder das, was im oder das, was in Lehrbüchern drinnen steht. Wenn ihr euch aufs Lehrbuch beruft und sagt, das steht da drinnen, oder das habe ich im Internet so gefunden, auf einer Seite, die quasi mit Quellenangaben arbeitet, das könnt ihr einfach nehmen dann, okay? Das Wichtige ist, ihr müsst einfach argumentieren und begründen können, warum ihr was nehmt. Ja? Es steht, was steht drin genau? Nochmal lauter bitte. Ja, eigentlich sollte einmal am Tag reichen der PPI, aber du kannst ja trotzdem, wenn man kann auch zweimal geben, aber es reicht, kommt darauf an, wie hoch die Dosierung ist. Du kannst ja zweimal 10 Milligramm geben oder einmal 20 Milligramm Omeprazol zum Beispiel. Das ist, manche, das ist halt manchmal so. Also rein theoretisch, von der Überlegung her habt ihr gelernt, die Halbwertszeit ist auf die Wirkungsweise ist auf viel länger als die Halbwertszeit im Plasma, weil ich ja natürlich irreversibel die Protonenpumpen hemme. Aber man kann es auch zweimal am Tag geben, ja. Gut. So, ups, das war's. Okay, hätten wir das einmal. Resistenzmechanismen sind hier spannend, weil hier gibt es oft Kreuzresistenzen. Aber machen wir das beim Clindamycin, den Resistenzmechanismus genau. Aber nur ganz kurz vorweg. Die Bakterien können diese Bindungsstelle hier, wo das bindet quasi, wo die Bindungsstelle von einem Makrolid ist, Bakterien können das methylieren und dann kann das Makrolid nicht mehr binden. Okay? Genauer machen wir es dann noch beim Clindamycin.
Aber es gibt auch Effluxpumpen. Gibt's ja auch, sind aber nicht so klassisch. Gut. Nebenwirkungen, Nebenwirkungen, Nebenwirkungen. Hier muss einfach wieder, ein paar Sachen müssen hier, wenn man wieder blunzenfett am Schwedenplatz steht um 4 in der Früh und das käsekleiner Hotdog, das heiße spritzt dann überall hin, dass man nachher Schmerzen hat, muss man trotzdem wissen, was die Nebenwirkungen sind. Ganz, ganz wichtig, Gastrointestinales führt zu Bauchschmerzen, Bauchkrämpfen, weil es ein Agonist am Motilinrezeptor ist, okay? Vor allem Erythromycin macht es, die anderen machen es aber auch, außer Spira und Josamycin, die sind laut Actoris, sind das keine Agonisten am Motilinrezeptor. Okay? Spira und Josa sind keine Agonisten, die anderen schon. Aber Spira und Josa nehmen wir kaum. Also merkt ihr euch, Makrolide, Agonist am Motilinrezeptor. Makrolid M, Motilin. Gut, Kopfschmerzen, Schwindel macht bald was. Thrombophlebitis an Infusionsstelle ist auch jetzt nicht so spannend, kann es aber machen. Gibt sehr lauter orale Verbindungen, brauche ich die IV geben eigentlich. Ganz, ganz wichtig, Long-QT-Syndrom. Okay, das Long-QT-Syndrom. Das habt ihr vielleicht schon gehört, da gibt es beim Herzen einen Kanal. Das ist der HERG-Kanal. HERG-Kanal ist ein Kaliumkanal. Und wir wissen ja, dass Zellen repolarisieren können, muss Kalium ausströmen. Blockiere ich den Kaliumausstrom, verlängert sich meine Repolarisationszeit, was sich in einem verlängerten LQ-Intervall niederschlägt. Und dann habe ich das Risiko für Arrhythmien, vor allem für Torsaden, okay? Und die sind lebensbedrohlich. Welche Medikamente machen noch Long-QT-Syndrom? Bitte, einer, du? Quinolone, genau, Fluorquinolone machen noch ein Long-QT-Syndrom. Vor allem das Moxifloxacin, hören wir heute aber noch. Was noch? Na, Tetracycline nicht. Ja, Telithromycin ist ein Makrolid im Endeffekt. Im Endeffekt passt es immer. Ist immer gut, wenn man was sagt, und das passt schon, ja. Das stimmt in dem Fall. Cotrimoxazol kann auch Long-QT machen. Azol-Antimykotika können auch in Long-QT machen. Okay. Ondansetron. Was ist Ondansetron? Ja, aber was macht's? Was ist die Pharmakodynamik? 5-HT3-Antagonist. Ondansetron kann auch in Long-QT machen. Und da gibt's Listen von Medikamenten, die das machen können. Okay. Antiarrhythmika Klasse 3. Es gibt auch manche Psychopharmaka, wie Citalopram zum Beispiel oder Olanzapin, da gibt es etliche, die das machen. Okay, aber für uns ist mal wichtig, Makrolide, Fluorquinolone, Azol, Antimykotika, die sind ganz wichtig und das Cotrimoxazol von mir ist auch noch. Das Ondansetron, wenn ihr das wisst, könnt ihr sich ja auch glänzen. So, Transaminasenanstieg, also die können eben zu einer, Transaminasen können anstehen, zu einer cholestatischen Hepatitis können die führen. Und das ist dosisabhängig, okay? Dosisabhängige Hepatotoxizität und vor allem Erythromycin war hepatotoxisch. Die anderen machen es auch und bei Erythromycin hängt stark von der Formulierung ab. Da gibt es mehr oder weniger toxische Formulierungen. Was ganz wichtig auch ist, Eri und Claritro hemmen CYP3A4. Roxitro, Acitro nicht, okay? Nur Eri und Clari. Und das ist oft irgendwie so ein Konnex, so eine Daumenregel. Medikamente, die mit CYPs interagieren, steigern die Transaminasen. Okay? Ist nicht immer so, ist aber häufig so. Telithromycin zum Beispiel wird über CYP3A4 und 2D6 metabolisiert. Steigert auch die Transaminasen, führt sogar zu Leberversagen und zu Tod durch Leberversagen. Azol-Antimykotika habe ich multiple CYP-Interaktionen, 3A4, 2C9 und 2C19 Bevori. Die führen auch zu einem Transaminasenanstieg. Okay, das werdet ihr so merken. Oft ist es so, CYP ist gleich
Nicht immer, aber oft, wenn es Zyperinteraktionen gibt, habe ich auch als Nebenwirkung Transaminasenanstieg. Gut, Makrolide fertig. Gibt es Fragen noch zu Makroliden? Nein. Sind meine Lieblingsgruppe nach den Beta-Lactamen. Obwohl die Quinolone sind eigentlich auch cool. Gut. Tetrazykline. Was machen die? Tetrazykline schauen wir uns jetzt an. Die blockieren die Bindung der tRNA. Okay, die Bindung der tRNA würden die Tetrazykline blockieren. Wirken auch bakteriostatisch. Wichtige Vertreter sind Doxycyclin und Minocyclin. Tigecyclin ist deshalb wichtig, weil es auch gegen Bakterien wirkt, weil es sehr, sehr breit ist. Tigecyclin ist ein sehr, sehr breit wirksames Antibiotikum. Wirkt auch gegen MRSA-Keime, wirkt auch gegen vancomycin-resistente Enterokokken, wirkt nicht gegen Pseudomonas, okay? Aber es ist sehr breit ein Reserveantibiotikum. Und das Spannende ist ja das, die Resistenzen gegen Doxy und Minocyclin, wie laufen die ab? Da gibt es einerseits Effluxpumpen, das wird rausgepumpt mittels H-Antiport, wer es genau wissen will. Und Tigecyclin ist kein Substrat für diese Pumpen, deshalb wirkt es trotzdem. Und einen anderen, noch viel cooleren Resistenzmechanismus gibt es auch bei den Tetrazyklinen. Der exprimiert das Bakterium ein Protein, das quasi das Tetrazyklin aus seiner Bindung rausdrückt. Okay? Also die exprimieren Proteine und wenn das Tetrazyklin an sein Zielprotein bindet, kommt das Protein daher und boxt das sozusagen raus. Das ist ja, finde ich, einen coolen Resistenzmechanismus, aber Tigecyclin lässt sich nicht rausboxen, weil die Affinität von Tigecyclin an das bakterielle Ribosom so stark ist, dass es nicht rausgeboxt werden kann. Gut. Verteilungsvolumen 0,8 bis 1,5 Liter, Halbwertszeit ca. 12 bis 18 Stunden. Sie unterliegen einem enterohepatischen Kreislauf, Doxy und Mino, okay? Die werden bei Doxycyclin wird glucuronidiert, Minocyclin wird zu 6 Metaboliten metabolisiert und dann wird es auch, unterliegt auch dem enterohepatischen Kreislauf. Gut. Das wissen wir schon, es unterliegt dem enterohepatischen Kreislauf, aber es stört diesen auch. Warum? Weil einerseits stört es die Darmflora, das heißt Medikamente, die den enterohepatischen Kreislauf unterliegen würden, können diese Glucuronidasen und Sulfatasen nicht mehr arbeiten, weil die Bakterien gestört sind, das Medikament rauscht mir durch. Andererseits kann man sich das so vorstellen, wenn ich zwei Medikamente habe, die dem enterohepatischen Kreislauf unterliegen, und ich habe ein Bakterium und das Bakterium hat eben diese Glucuronidasen, dann haben die zwei Medikamente, die dem enterohepatischen Kreislauf unterliegen, kämpfen quasi um die Bindungsstelle. Das sind gegenseitige kompetitive Inhibitoren von bakteriellen Enzymen. Das heißt, wenn mehrere Medikamente dem enterohepatischen Kreislauf unterliegen, können die sich gegenseitig hemmen, die Wiederaufnahme hemmen, weil sie um bakterielle Enzyme konkurrieren. Gut, Wirkungsspektrum ist eigentlich sehr breit. Wir haben wichtig für uns auf jeden Fall die Borreliose. Borreliose ist die Nummer 1 Indikation bei uns in Österreich. Wir haben auch gegen Yersinien oder Vibrio, gegen Cholera als Reiseantibiotikum könnte man es auch nehmen. Gegen Chlamydien wirkt es natürlich auch. Es wirkt auch gegen sexuell übertragbare Krankheiten. Coxiella brunetti ist auch eine Indikation dafür, oder die Brucellose ebenfalls. Und Propionibakterien bei der Akne gibt man es auch. Und es hat auch gute, es wirkt ja gar nicht so schlecht gegen Staphylokokken, Haemophilus und Streptokokken. Und in England zum Beispiel gibt man Doxycyclin bei der Exazerbation von COPD. Ihr wisst ja, COPD, diese chronische Lungenerkrankung, wo die Atemwege chronisch entzündet sind und quasi nicht mehr gescheit aufgehen und Kennzeichen eben Belastungsdyspne und produktiver Husten. Und wenn die eine Exazerbation haben, wird der Husten stärker, die Dyspne stärker, das Sputum ist viel mehr und dann haben die oft eine bakterielle Infektion und das kann man auch mit Doxy behandeln. Wir würden wahrscheinlich eher Amoxy geben, Amoxiclav geben, in England geben sie Doxy, in Liverpool haben sie Doxy gegeben.
Ist halt immer unterschiedlich. Gut, Anwendungen. Anwendungen. Urethritis, Toxis, Chlamydienmeister, naja, stimmt so halb. Also ich würde ja Azithromycin geben, viel besser verträglich. Atemwegsinfektionen haben wir schon gesagt, atypische Pneumonien, eben Mykoplasmen, Chlamydien oder Q-Fieber ist es Coxsackie Brunetti. Bei der Akne kann man es topisch oder systemisch geben. Borreliose auf jeden Fall, wenn es halt älter als 9 ist, warum, dazu kommen wir noch. Ja, und das Reiseantibiotikum. Leptospirose wäre eigentlich eher ein Penicillin. Penicillin G oder V wäre halt eher die First Line bei der Leptospirose. Gut. Also habe ich vorher vergessen bei den Makroliden. Makrolide wirken auch ein bisschen gegen Pseudomonas, da sie nämlich die Biofilmbildung von Pseudomonas beeinflussen. Okay? Und es wird ihnen auch ein immunmodulatorischer Effekt nachgesagt. Und wie es halt ist, wenn es immunmodulatorisch ist, ist irgendwas mit NF-kappa-B. Blockiert irgendwie den. Wenn man nicht weiß, was die Toxizität ist, sind es die freien Radikale. Es gibt immer solche üblichen Verdächtigen. Gut, Nebenwirkungen. Tetrazykline sind stark reizend. Stark lokal reizend auf den Magen, okay? Das muss man dem Patienten sagen, sonst bricht er die Behandlung ab. Wir sagen dem Patienten, ja, sie nehmen das, aber es kann stark reizend sein, also trinken sie halt viel dazu. Okay? Es ist auch ein Chelatbildner, also wir sagen dem Patienten, trinken sie keine Milch dazu und nehmen sie die Eisenpräparate zeitversetzt. Okay? Das Problem ist bei Doxycyclin nicht so stark wie bei den Kinolonen, aber trotzdem kann es dadurch zu verzögert oder schlechter Resorption kommen. Tigecyclin wirkt ist sehr stark übelkeitsinduzierend. Nur kurz die wichtigsten Fakten zum Tigecyclin: sehr breit, auch gegen multiresistente Keime, nicht gegen Pseudomonas, sehr, sehr großes Verteilungsvolumen, 600 Liter, es reichert sich auch in den Makrophagen an, unter der Halbwertszeit von 40 Stunden. Okay, dass wir das auch haben. Phototoxizität der Tetrazykline. Wir sagen den Patienten, meiden Sie das Solarium, meiden Sie es, lange in der Sonne zu liegen. Dann stellt man sich die Frage, na, kriegt jetzt jeder Mensch, der ein Doxycyclin nimmt und dann in der Sonne sitzt, ein Photoexanthem? Nein, natürlich nicht. Und das ist sowieso das mit diesen Nebenwirkungen. Wir sind so auf Nebenwirkungen getrimmt, dass wir eigentlich schon bei jedem eine erwarten. Aber nicht, das sind nur potenzielle Nebenwirkungen, nur ein geringer Teil der Menschen hat Nebenwirkungen, okay? Im Normalfall. Bei dieser Studie, die ich vorher schon erwähnt habe, bei der Borreliose hatten 20-30% der Patienten ein Photoexanthem. Okay, es war bei dieser einen Studie. Kann auch woanders höher ausschauen. Und hängt sicher davon ab, ob ich jetzt in Skandinavien im Winter bin oder in Italien im Sommer, wo die Studie durchgeführt wird. Ist ein Chelatbildner, haben wir schon gesagt. Wir geben es nicht Kindern unter 9 Jahren, weil es lagert sich in den Zähnen ab und in den Knochen. Im Knochen könnte es theoretisch zu Wachstumsstörungen führen und bei den Zähnen zu erhöhter Kariesanfälligkeit. Okay? Gut, dann haben wir noch die ZNS, also so Schwindel und Kopfschmerzen, bla 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 immer. Besonders aber ist wichtig der Pseudotumor Cerebri. Das wird besonders durch Minocyclin ausgelöst. Und was ist das? Im Endeffekt ein Hirndruckanstieg. Was haben die Patienten für Symptome? Eben Schwindel und Kopfschmerzen. Augenmotilitätsstörungen können sie haben. Und auch Visusbeeinträchtigungen. Okay, was macht man dann? Ich schaue ins Auge rein und sehe gestaute Papillen. Rede ich mit dem Patienten und frage, was er für Medikamente nimmt, schaue ihm trotzdem in die Augen rein und dann setze ich halt das Mino ab. Vor allem in Kombination mit Vitamin A-Präparaten kann das. Minocyclin ist von dem her auch spannend, weil es auch noch zu Verfärbungen führen kann, von der Haut oder vom Nägel, von der Zunge. Es macht auch noch kann auch noch eine Glossitis machen, eine Entzündung der Zunge. Eine Cheilitis, dass die Lippen halt so trocken werden. Und ganz lustig finde ich,
Es kann auch zu den Pruritus ani oder Pruritus vulvi führen, also anal oder vaginal Jucken verursachen. Und das kann, man weiß nicht, wie das passiert, aber es kann sein, dass man das dann über Wochen bis Monate hat. Okay, das heißt, man hat Akne, kriegt Minocyclin, hat eine schöne Haut, aber nachher hat man Analjucken für 3 Monate. Kann vorkommen, okay? Nur so als Fun Fact zu Tetracyclinen kann man sicherlich bringen im Seminar, hat die Gruppe was zu lachen. Es soll auch lustig sein im Seminar. Ja, na wirklich, das macht viel mehr, sehr viel Spaß, das Seminar. Ich meine das wirklich ernst. Gut, hepatotoxisch wirken sie auch. Vor allem Hochdosis-Therapie wirkt hepatotoxisch. Und früher, wenn man es IV gegeben hat, IV-Hochdosis vor allem. Oral ist es nicht mehr so schlimm mit der Hepatotoxizität. Und bei hepatotoxischen Medikamenten muss man zwischen zwei, muss man unterscheiden, ob sie dosisabhängig ist, die Hepatotoxizität, oder dosisunabhängig. Beim Paracetamol zum Beispiel ist ja dosisabhängig die Toxizität. Das nennt man dann intrinsische Toxizität, wenn es das Medikament selbst oder ein Metabolit macht. Wenn es dosisunabhängig ist, ist es eine allergische, ist es eine Immunreaktion. Okay? Und das nennt man dann idiosynkratisch. Und hier haben wir eher, hier bei den Tetrazyklinen kann man beides haben. Okay? Kurzer Exkurs zu Paracetamol. Wie behandeln wir Paracetamol-Intoxikation? Acetylcystein. Was ist Second Line? Ja, aber wie schütze ich die Leber? Methionin steht nirgends, ist aber so. Also wenn man keine Art, wenn der Patient auf Acetylcystein allergisch reagiert, wirklich mit der Anaphylaxie kann ich sie nicht geben, da gebe ich ihm Methionin. Habe ich auch in England gelernt. Weil die haben dort sehr viele Leute auf der Notfall, die Intoxikation mit Paracetamol haben. Gut. Hätten wir das einmal. Clindamycin. Wirkt auch bakteriostatisch. Ah, vielleicht nur ganz kurz, dieses Demeclozyklin ist kein Antibiotikum mehr, das man einsetzt zur Antibiose. Das hat einen unangenehmen Nebeneffekt. Das ist nämlich in der Niere, ihr erinnert euch, in der Niere, da haben wir die Sammelrohre. Okay, und in den Sammelrohren kann das ADH, das antidiuretische Hormon, andocken und Wasser rückresorbieren. Und Demeclozyklin blockiert diese V2-Rezeptoren, die dort sitzen, sind gasgekoppelte Rezeptoren. Das heißt, das ADH wirkt nicht. Ich habe einen Diabetes insipidus, mir rinnt das Wasser so durch. Aber es gibt Erkrankungsbilder, die mit einem erhöhten ADH, mit einer erhöhten ADH-Ausschüttung einhergehen. Auch ein Medikament, das ihr ein Zytostatikum, das laut Folien zu einer erhöhten ADH-Ausschüttung führt. Wie heißt das Medikament? Welches Zytostatikum führt zu einer erhöhten ADH-Ausschüttung? Ja, ist ein Vinblastin, genau. Das heißt dann SIADH, Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion. Okay, das können auch Tumore machen oder sowas. Lungentumore, andere Tumore oder andere Medikamente wie Carbamazepin. Und wenn man sowas hat und man kann die Ursache nicht bekämpfen, könnte man Demeclozyklin nehmen, weil wenn ich zu viel ADH habe, blockiert mir einfach Demeclozyklin in der Niere den ADH-Rezeptor. Okay? Das ist nur so am Rand. Das ist nur, sowas macht besonders Spaß, wenn man sich physiologisch irgendwas ableitet. Ihr müsst das Demeclozyklin nicht wissen, das ist nur so ein kurzer Exkurs. Gut, Clinda ist verdammt wichtig. Warum ist es wichtig? Weil es ein super Ersatz ist für Penicilline. Okay? Es wirkt einerseits bakteriostatisch, es hält die Peptidyltransferase, hat ein Verteilungsvolumen circa von 1 Liter, wird hepatisch und renal eliminiert, 2 Drittel hepatisch, 1 Drittel renal, das heißt, ich brauche keine Dosisanpassung vornehmen, schon mal super, wirkt vom Wirkungsspektrum her gegen Gram-positive Keime und Gram-negative Anaerobia. Okay,
und eben das Wirkung des Staphylokokken, Streptokokken, macht uns als, ist ein super Ersatz gegen Erysipel. Wir erinnern uns, Erysipel, Streptokokken und Staphylokokken A machen Abszesse. Staphylokokken machen auch Osteomyelitis. Endokarditis sowieso alle gram-positiven Kokken. Also Clindamycin, perfekt bei Penicillinallergie, Abszess, Erysipel oder Endokarditis-Prophylaxe oder bei Osteomyelitis, weil es super reinkommt in die Knochen. Nebenwirkungen sind Durchfall. Okay, und das ist irgendwie auch, ist, und vor allem, man kann es auch machen, Clostridium difficile assoziierte Diarrhoe und pseudomembranöse Enterokolitis. Im Freisbuch sind 2-20% angegeben, im Actoris 5-20%. Und die im, ich habe nachgeschaut, im Goodmans und Gilmans, dort steht drinnen pseudomembranöse Enterokolitis, Inzidenz 0,01% bis 10%. Also, ja. Was ist es jetzt wirklich? Also sagen wir einfach mal 1%. Gut, und wie erklärt man sich das hier? Eh logisch, wenn ich im Darm, es wird zu 2/3 biliär eliminiert, hat dort dann noch Tage, nachdem das dort drin, nachdem das, das Thema es genommen hat, wirkt es noch immer im Darm und kann die Bakterien dort hemmen. Und wenn ich die gram-negativen anaeroben Bakterien wegschieße, können die gram-positiven anaeroben wachsen. Und Clostridium difficile ist ein gram-positives anaerobes Bakterium. Und wenn ich seine Konkurrenten, die gram-negativen anaeroben, alle wegschieße, wächst mir natürlich der gram-positive anaerobe Keim, der Clostridium. Okay? Gut. Neuromuskuläre Blockade, muss man halt aufpassen, wieder bei Myasthenia gravis Patienten, allergische Reaktionen. Jedes Medikament kann allergische Reaktionen machen. Das kann auch zu Hautreaktionen führen. Hämatologische Störungen bei Langzeittherapie, wenn man länger als 8 Wochen behandelt, kann es zu Zytopenien kommen. Okay. Noch irgendwas wichtig? Ja, das ist vielleicht noch spannend. Es kann auch zu einer, den Bilirubin, zu, also quasi zu einer, den, die Bili, den Bilirubinspiegel im Blut erhöhen. Das heißt, sagen wir, habt ihr einen Patienten auf der Station, der kriegt Clinda. Plötzlich steigt sein Bilirubin, dann erinnert ihr euch dran, ah, Clindamycin kann das machen, dann könnt ihr bei der Visite brillieren und den Ärzten dort erklären, ja, das ist sicherlich das Clindamycin, das das macht. Kontraindikation, chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Was gehört da dazu? Crohn und Colitis ulcerosa. Genau, ist eh klar. Wenn es zu Durchfallerkrankungen führt, ja, dann will ich natürlich nicht noch diese Patienten, die eh schon im Darm Probleme haben, die noch zusätzlich beeinträchtigen. Ja, und zu Transaminasenanstieg kann es auch tun. Jetzt schauen wir uns kurz das mit den Resistenzen an, weil da steht dann immer, es gibt Kreuzresistenzen zwischen Makroliden und Clindamycin. Schauen wir uns an, wie das ist. So, es ist die sogenannte MLSB-Resistenz. Makrolide, Linkosamide, das ist das Clindamycin und Streptogramine. Okay, so. Wir haben schon gesagt, bei dieser Resistenz wird die Bindungsstelle wird methyliert. Bindungsstelle wird methyliert. Die teilen sich, Makrolide und Linkosamide und Streptogramine teilen sich eine Bindungsstelle. Okay? Es ist jetzt so, diese Methylase hier, dieses methylierende Enzym, kann entweder induzierbar, oder konstitutiv aktiv sein. Also permanent aktiv sein, okay? Makrolide können die Resistenz induzieren. Okay? Makrolide können die Resistenz induzieren. Das heißt, wenn es konstitutiv aktiv ist, ist es gegen alle resistent. Das heißt, das Bakterium
wenn es diese induzierbare Variante hat, ist es gegen Makrolide-Resistenz, nicht aber gegen Linkosamide, gegen das Clindamycin. Okay, weil Clindamycin kann das nicht induzieren. Ist es konstitutiv aktiv? Sind die Bakterien gegen alle dieser drei resistent? Okay, Bakterien, die dieses Resistenzgen konstitutiv exprimieren, sind dieses Gen resistent gegen Makrolide, gegen Clindamycin und gegen Streptogramine. Dort, die das induzierbare Gen haben, die sind nur resistent gegen Makrolide, weil nur Makrolide können das induzieren. Gut. So. Was haben wir da alles? Seht ihr? Wollt schon Pause machen oder machen wir noch die antibiotika-assoziierte Diarrhoe? Wer ist für Pause? Wer ist für Weitermachen? Weitermachen gewinnt. Gut, antibiotika-assoziierte Diarrhoe. Also, nach Antibiotikagabe haben viele Leute Durchfall, okay? Ich nehme auch gerade Amoxicillin und Clavulansäure gegen eine bakterielle Bronchitis. Lustigerweise, einen Tag nachdem ich das Medikament angefangen habe zu nehmen, habe ich Durchfall bekommen. Sei dahingestellt, was die Ursache ist. Ich hoffe, ihr habt kein Clostridium. Glaube ich nicht. Okay? Also, Diarrhoe, die während oder nach der Antibiose auftritt, ist sehr häufig anzutreffen, heißt aber nicht zwangsläufig, dass es immer gleich eine pseudomembranöse Enterokolitis wird oder dass der Clostridium difficile dafür verantwortlich ist. Okay? Eben gerade bei den Makroliden ist es ja der Motilinrezeptor. Oder es können andere Bakterien, oder ich störe halt die Darmflora, was zu Durchfall führen kann. Welche Medikamente, welche Antibiotikaklassen machen ganz besonders gerne Durchfall? Eben die breit wirken, breit im gramnegativen Bereich auch wirken und die Enterobakterien mehr abschießen. Ganz klassisch ist es eben das Clindamycin oder Amoxicillin oder irgendein Breitspektrum-Antibiotikum. Oder die Fluorquinolone machen es auch gerne. Okay. Und wenn man Pech hat, wird in der Clostridium difficile gezüchtet und der kann eben dann für 20% der antibiotika-assoziierten Diarrhoes oder 95% der pseudomembranösen Enterokolitis verantwortlich sein. Haben wir da irgendwelche Symptome auch? Ja. Gut, im Prinzip, was sind die Symptome? Wenn man wirklich den Clostridium difficile hat, dann sind die Symptome starker, schwerer Durchfall und man kann auch Fieber haben dazu, okay? Wie kann ich es nachweisen? Ich kann die Toxine im Stuhl nachweisen. Gibt es Toxin A und B? Eines führt mehr zur Wassersekretion, das A führt mehr zur Sekretion und B würde die Zellen schädigen, die Zellstruktur schädigen. Ich habe ein hohes Rezidivrisiko, bis zu 20%. Was ist die Gefahr von der pseudomembranösen Enterokolitis, wenn man sie nicht behandelt? Das toxische Megakolon. Okay? Das heißt, dass dann quasi der Darm und das Nervensystem so geschädigt ist dort, dass das Ganze dilatiert ist. Wenn man ein Abdomen-Leerröntgen machen würde, würde man große, distensierte Darmschlingen sehen. Gut. Wie behandelt man es? Das Antibiotikum absetzen, Wasser trinken, okay, Wasser-Elektrolythaushalt, natürlich, so wie es immer ist bei Durchfall, orale Rehydratationslösung, man muss nicht immer gleich Loperamid geben und dann, wenn man den Clostridium nachgewiesen hat, also nur bei der CDAT, bei Clostridium difficile, also die Diarrhoe, nur dann müssen wir antibiotisch behandeln, bei der normalen antibiotika-assoziierten Diarrhoe, die durch irgendwas kommen kann, müssen wir nicht behandeln. Aber den Clostridium müssen wir behandeln. So, es gibt mehrere Möglichkeiten, den zu behandeln. Am wichtigsten ist sicherlich Metronidazol. Metronidazol ist sau billig. Es ist wirklich verdammt, es ist sehr, sehr billig. Und ist halt billig. Und es ist wirksam vor allem.
Man gibt dreimal 500 Milligramm, es ist super wirksam, wir kommen heute noch zu Nebenwirkungen und so weiter. Das machen wir alles noch nachher. Hat der Patient, wir behandeln ihn, kommt der Clostridium zurück, also hat er ein Rezidiv, behandeln wir ihn nochmal mit Metronidazol. Okay? Hat er wieder ein Rezidiv, kriegt er Vanco. Vancomycin per Os. Was sind die wichtigen Facts, die wir uns zu Glykopeptiden gemerkt haben? Nephrotoxisch, ototoxisch, sehr gut. Redman-Syndrom macht Vanco, ja. Ja, Venenreizung macht bald was. Orale Bioverfügbarkeit ist null. Also, wichtigen Facts zu Glykopeptiden. Orale Bioverfügbarkeit ist null. Vancomycin, Teicoplanin gibt es. Nur gram-positive Keime wirken bakterizid, nephrotoxisch, ototoxisch, Redman-Syndrom, obwohl Redman nur bei Vanco. Und Teicoplanin macht ungefähr so nach 3 bis 4 Wochen Dauerbehandlung, kannst du Zytopenien führen. Das sind die wichtigen Sachen, die wir uns merken. Vanco gibt man per Os, weil es orale Bioverfügbarkeit von 0 hat, soll dann halt nur im Darm wirken, okay? Kann das auch jetzt oto- und nephrotoxisch wirken? Na, theoretisch sollte das nicht das Fall sein, okay? In dem Fall soll es theoretisch keine oto- und nephrotoxischen Wirkungen haben, weil es ja nicht systemisch wird. Gut. Wollte noch was sagen? Nein, ich glaube nicht. Gut. Fidaxomycin haben wir schon gesagt. Fidaxomycin ist eigentlich ein kürzeren Makroliden von der chemischen Struktur her. Aber es wirkt wie Rifampicin. Okay, Rifampicin hemmt ja die DNA-Polymerase oder die RNA-Polymerase, Entschuldigung, die DNA-abhängige RNA-Polymerase, wenn man es ganz genau nimmt, wird gehemmt durch Rifampicin und Fidaxomycin macht das auch. Okay. Was ist wichtig beim Fidaxomycin? Was sind die coolen Effekte? Es hemmt zusätzlich noch die Toxinfreisetzung vom Clostridium und es hemmt die Sporulation. Wir erinnern uns, Clostridien und Bazillen sind Sporenbildner. Das ist ja das Blöde dran. Wenn man jemanden hat auf der Station, der Clostridium difficile assoziierte Diarrhoe hat, wo der nachgewiesen ist, die isoliert man auf dem WC. Okay, die kriegen ein eigenes WC, diese Patienten. Das ist angenehm für den Patienten, muss sich nicht teilen. Und wenn man zum Patienten geht, Blut abnehmen oder sowas, muss man sie meistens so eine Einmalschutzschürze umbinden. Und nachher nicht nur Hände desinfizieren, sondern Hände auch mit Seife waschen. Um die Sporen abzutöten. Okay? Gut. Fidaxomycin führt auch zu Übelkeit und ist ein Substrat für P-Glykoprotein. Also kann es da zu Interaktionen kommen. Gut, und es ist sehr teuer. In England, also in Liverpool, wo ich war, in dem einen Krankenhaus, ist das aber First Line. Ich habe mit einem Arzt geredet, warum ist das so? Ja, bis vor einem Jahr war noch Metro First Line, aber jetzt haben sie Fidaxo First Line genommen. Anscheinend haben sie dort höhere Metro-Resistenz. Gut, dann wird es noch geben, Rifaximin, wirkt aber nicht so gut. Rifaximin ist wie Rifampicin, nur mit einer oralen Bioverfügbarkeit, die sich null annähert. Also wirkt nur im Darm. Mehr brauchen wir dazu nicht wissen. Fusidinsäure könnte man auch geben, wirkt aber nicht so gut. Jetzt sage ich kurz die wichtigsten Facts zu Fusidinsäure. Was ist das Wirkungsspektrum? Wirkungsspektrum sind Corynebakterien, Staphylokokken und Clostridien. Corine, Staphylokokken und Clostridien. Es wird über CYP 3A4 metabolisiert und siehe da, es kann zu einem Transaminasenanstieg führen. Wir haben hier diesen Konnex. Zyps, oft Transaminasenanstieg. Und es kann auch zu die Bilirubin-Konzentration im Plasma erhöhen. Und da weiß man sogar, warum das so ist. Habe ich vor kurzem ein Paper gefunden, das behauptet, dass Fusidinsäure diesen Bile Salt, das Bile Salt Export Protein, diesen BSEP, blockiert und mit dem quasi konkurriert, das Fusidinsäure konkurriert
und mit der Gallensäure um den Transporter, deshalb steigt das Bilirubin und die Gallensäuren steigen an. Gut. Sorotomycin machen wir, wenn wir beim Daptomycin sind. Und Stuhltransplantation, das ist ganz lustig, das ist, klingt grauslich, ist es wahrscheinlich auch, aber man kann Folgendes machen, es hat sich gezeigt, dass die Stuhltransplantation besser ist als jedes Medikament. Das heißt, ich könnte zum Beispiel, wenn ich einen gesunden Stuhl habe gerade, auf einen Stuhl, meinen Stuhl abgeben und die lagern den dann dort, bereiten den auf und falls ich irgendwann einmal einen CDAT bekomme, eine Clostridium-Infektion bekomme, würde mir mein eigener Stuhl wieder infundiert werden. Und da hat sich gezeigt, dass der, wenn er über eine Nasogastralsonde kommt, ist er viel wirksamer, als wenn er über eine rektale Sonde kommt. Okay? Auch Fremdstuhltransplantation hilft. Okay? Gehen Sie Stuhl spenden. Ja, wer weiß, ernsthaft, vielleicht kommt es irgendwann, dass man nicht nur Blut, sondern auch Stuhl spenden geht. Dann kriegt man dann auch noch ein paar Würstel für Stuhl spenden. Gut. So, was haben wir da noch alles? Seid ihr noch fit oder wollt ihr Pause machen? Pause? Passt. Machen wir 10 Minuten Pause. Gut, starten wir wieder. Also, wir sind jetzt schon. Wir kommen schon immer weiter. Jetzt werden wir mal Linezolid machen. Und bald sind wir bei den Fluorquinolonen der letzten großen Gruppe. Aber zuerst mal Linezolid. Linezolid. Was sind die wichtigen Facts dazu? Linezolid hemmt den Initiationskomplex. Linezolid hemmt den Initiationskomplex. Wirkt nur gegen Gram-positive Keime, also MRSA, VRE und Streptokokken. Diese Enterokokken, manchmal heißen sie GRE, glykopeptidresistente Enterokokken, wenn sie gegen Vanco- und Tyco-resistent sind, okay, dann heißen sie GRE. Orale Bioverfügbarkeit ist 100. Das ist super, das ist wirklich top. Halbwertszeit 5 bis 7 Stunden. Das Lustige hier ist Folgendes, dass es renal eliminiert wird. Es wird renal eliminiert, aber ich muss es nicht an die Nierendosis anpassen. Ich muss die Dosis nicht in die Nierenfunktion anpassen. Das ist irgendwie recht lustig. Und es ist so, dass quasi dieses Linezolid wird nicht enzymatisch hydroxyliert, nicht enzymatisch oxidiert, nicht enzymatische Oxidation. Und diese Nebenprodukte, die es gibt, die schwirren auch bei Niereninsuffizienz dann länger im Kreislauf herum, aber scheinen keine toxischen Effekte zu haben. Bis jetzt ist, also obwohl es renal eliminiert wird, ist keine Dosisanpassung nötig. Das ist irgendwie was Spannendes, irgendwie, finde ich. Ist eher ein Reserveantibiotikum. Also, ihr werdet es wahrscheinlich eher selten sehen. Nebenwirkungen sind recht cool. Wir haben die MAO-Hemmung, Monoaminoxidase. Wir erinnern uns, wir haben zwei Monoaminoxidasen A und B. Serotonin und Noradrenalin werden über die MAO-A metabolisiert, Dopamin über A und B. Kennt ihr noch ein Medikament, das die MAO hemmt? Ein Zytostatikum. Procarbazin, werdet ihr heute Nachmittag noch hören. Procarbazin hemmt auch die MAO. Okay, kann man sich wieder leicht merken, weil Procarbazin kann zu Depressionen führen oder auch zu anderen psychischen Symptomen. Procarbazin, P für psychische Symptome. Gut, aber wir haben hier beim Linezolid die MAO-Hemmung, also müssen wir aufpassen,
mit Medikamenten, die unseren Serotoninspiegel erhöhen, wie SSRIs, also Antidepressiva, selektive Serotonin-Reuptake-Inhibitoren oder Tyramin. Tyramin ist in Käse und Rotwein drinnen. Also wenn jemand Linezolid kriegt, dann sollte er nicht auf eine Rotwein-Käse-Party gehen und sich 5 Liter Rotwein und 3 Kilo Käse reinhauen. Das kann ein Serotonin-Syndrom bekommen. Ja, genau, ein Alarmsignal. Hat perfekt gepasst. Wunderschön. Wir bräuchten jemanden für akustische Untermalung. Das wäre praktisch. Perfekt, ein Tontechniker. Gut. Nur so Bemerkung am Rande: Serotonin-Syndrom, womit geht es einher? Mit Hyperthermie. Hyperthermie, die Pupillen sind ganz groß, Nystagmus kann man haben, die Augenkörner herumwandern, der Blutdruck steigt, Übelkeit, Erbrechen. Diejenigen von euch, die vielleicht schon Ecstasy probiert haben, ich bin ja Drogenberater, habe ich schon mal erzählt. Also ich sehe oft Leute, die auf solche Substanzen unterwegs sind, wenn wir einen Einsatz irgendwo haben. Wenn man zu viel MDMA oder Ecstasy erwischt, kann man auch ein Serotonin-Syndrom kriegen. Okay? Also immer schön, wenn man es konsumiert, auf die Dosis achten. Gut. Gastrointestinal macht bald irgendwas. Optische und periphere Neuropathien und Laktatazidose, die zwei Sachen treten auf nach langem Konsum. Also wenn man es circa um die 8 Wochen herum nimmt, das Medikament Langzeittherapie, dann kann man das haben. Die Idee dahinter ist, dass die Mitochondrien geschädigt werden. Das kann die Ursache für die Optikusneuropathie und für die Laktatazidose sein. Und wir haben auch eine Myelosuppression, die tritt häufiger auf, wenn man so um die 2 Wochen herum behandelt, dann ist das Risiko erhöht, okay? Und überhaupt bei Personen, die sowieso schon Probleme in der Blutbildung haben, muss man dann Blutbild wöchentlich kontrollieren. Gut, ich glaube, das war es einmal zum Linezolid. Also wichtige Facts: Gram-positive Keime, Mao-Hemmung, Optikusneuropathie, Myelosuppression, Reserve, nur Gram-positiv und wird renal eliminiert, aber keine Dosisanpassung an die Niere notwendig. Was irgendwie was Spezielles ist. Gut, Chloramphenicol. Setzen wir nicht mehr ein. Im Prinzip maximal im äußersten Notfall. Vorteil ist, es geht nämlich super ins Gehirn, also es permeiert super ins ZNS. Es kann die Blut-Hirn-Schranke super permeieren. Es hemmt auch die Peptidyltransferase wie das Clindamycin. Wirkspektrum ist sehr breit. Sehen wir Haemophilus, Pneumokokken, Salmonellen, Neisserien. Wir haben relativ viele Sachen. Eben wegen der Meningitis. Kommt es gut ins Gehirn. Nebenwirkungen sind aber gravierend. Wir haben einerseits die Hämatotoxizität bis zur aplastischen Anämie. Und da gibt es auch wieder dosisunabhängig kann das auftreten, okay? Ich gebe dem Patienten eine Dosis und er kann sofort innerhalb von kürzester Zeit eine aplastische Anämie dosisunabhängig haben. Die sind sehr gefährlich. Dann gibt es aber auch dosisabhängige toxische Effekte aufs Knochenmark. Die kommen ein bisschen langsamer, sind ja dosisabhängig, das heißt, die Dosis muss akkumulieren. Und wenn ich das Medikament absetze, nach 2 bis 3 Wochen legen die sich wieder. Dann neurotoxisch kann es auch wirken, es kann auch zu Optikusneuropathien führen. Und kontraindiziert bei Babys. Bei Neugeborenen vor allem, weil dort führt es zum Grey Baby Syndrome. Das ist charakterisiert durch Muskelschwäche und diese graue Hautfarbe. Okay? Und wieso kriegen Babys das? Weil sie eine angeborene Glukuronidierungsschwäche haben. Also wissen wir schon, das Medikament wird glukuronidiert. Babys können das noch nicht gescheit. Also akkumuliert das Chloramphenicol und Babys haben doch nicht so eine ausgeprägte Nierenfunktion. Die kommt erst, wenn die älter werden, okay? Also ich habe einerseits, das wird nicht glukuronidiert und kann mit den Nieren nicht gerade ausgeschieden werden. Ich habe zwei Effekte, die hier zusammenspielen. Gut.
Ja, und ZIP 3A4 und 2C19 kann's auch, haben wir auch noch Interaktionen. Also wir merken uns, Gray Baby Syndrom, dosisunabhängige aplastische Anämie, Reserveantibiotikum, maximal zur topischen Anwendung würden wir es hier noch geben. Gut. So, Dalfapristin und Vinopristin, das sind eben diese, das ist das Cyniazid. Wirkt eben gegen multiresistente Keime, gegen MRSA und vancomycinresistente Enterokokken, aber es wirkt nur gegen den Faecium, okay? Gegen den Faecium. Und gegen Fecalis wirkt er das Ampicillin. Wir haben uns, wenn wir uns erinnern, Ampicillin und Amoxicillin haben ein erweitertes Wirkungsspektrum im Vergleich zu Penicillinen. Eben, sie haben den E. coli drinnen, den Proteus, den Haemophilus, Moraxella und die Listerien und den Enterokokken. Aber den Enterococcus faecalis, der wird durch Ampicillin oder Amoxicillin erfasst. Und der Faecium, den hätten wir hier mit dem Dalfon-Quinopristin drinnen. Okay. Natürlich Vancomycin, Teicoplanin blockieren beide oder auch das Daptomycin beide. Aber man merkt sich halt so, wenn man weiß, dass Ampicillin den Fecalis erfasst, dann weiß man eben, dass Quino und Dalfo den Faecium erfasst. Reservemittel haben wir schon gesagt. Was haben wir hier für Nebenwirkungen? CYP3A4-Hemmung, okay. Auch Transaminasenanstieg kann es geben. Bilirubin kann ansteigen. Es kann zu Juckreiz kommen, zu Pruritus und Myopathien und Arthralgien. Welche Medikamente machen noch Myopathien? Doxorubicin? Welches Medikament macht noch Myopathien? Daptomycin, genau. Daptomycin macht noch Myopathien und ich bin jetzt durch die, und auch Statine machen das, okay? Und da haben wir auch schon wieder CYP3A4, Myopathien, das ist so Statine, okay? Gut. So, hätten wir das. Das ist so ein nebensächliches Medikament. Ist halt interessant, aber sicherlich nicht so wichtig. Wichtig sind die Fluorquinolone, okay? Fluorquinolone sind sehr, sehr wichtig. Vier Gruppen, Gruppe 1 und 2, Gruppe 1 und 2 unter der Gürtellinie, also für Harnwegsinfekte, Gruppe 3 und 4 über der Gürtellinie, respiratorische Infekte. Okay? Gruppe 1, also die wirken halt von Gruppe 1 zu 4, wirken die so, Gruppe 1 sehr, sehr gut im Gramnegativen, kaum im Gram-positiven Bereich. Okay? Gruppe 2 super im Gram-negativen Bereich, ganz, ganz wenig Gram-positiv, aber eigentlich werden sie nicht für Gram-positive Keime eingesetzt. Okay? Also merken wir uns die ersten beiden Gruppen Gram-negative Keime. Ciprofloxacin wirkt super gegen Pseudomonas. Okay? Laut den Lehrbüchern. Infektiologen sagen eben, es kommt aber bei der Infektion vom Pseudomonas nicht, mit einer, komme ich nicht ausreichend in die Lunge damit. Ich habe mal, wie er formuliert hat auf der Infekt, da war so ein tschechischer Arzt auch da, der Infektiologe in Tschechien ist, und ich habe mit ihm darüber diskutiert, was er davon hält, wie seine Ansicht ist, und er sagt, er hat schon oft genug Patienten mit einer Pseudomonas-Pneumonie mit Cipro erfolgreich behandelt. Also er glaubt schon, dass es seiner Meinung nach geht es schon in die Lunge. Das ist wieder so eine Sache. Expertenmeinungen gibt es halt viele. Muss man sich mal genau anschauen, eine Studie dazu machen. Gut, dann Levofloxacin wirkt super im Gram-negativen und im Gram-positiven Bereich und hat zusätzlich noch die atypischen Keime drinnen. Okay? Das ist das Tolle. Jetzt haben wir dann quasi haben wir ein super Medikament für respiratorische Infekte. Wenn kein Makrolid geht, wenn kein Beta-Lactam geht.
Und Moxifloxacin wirkt zusätzlich noch gegen Anaerobia. Okay. So. Pharmakokinetische Daten. Verteilungsvolumen ist circa bei 1,5 bis 2 Litern. Die Gruppe 1 bis 3 wird renal eliminiert. Renal eliminiert, hat eine Halbwertszeit von circa 4 bis 6 Stunden. Gruppe 1 bis 3, 4 bis 6 Stunden renal. Gruppe 4, also das Moxifloxacin, wird hepatisch eliminiert und hat eine Halbwertszeit von circa 13 Stunden. Okay. Beim Moxi ist noch ganz, ganz wichtig, wir haben vorher schon kurz erwähnt, Fluorquinolone führen zu einem Long-QT-Syndrom. Vor allem das Moxifloxacin macht das, okay? Das geben wir nur einmal am Tag 400 Milligramm. Okay? Mehr geben wir nicht am Tag. Eben, weil es so einen starken Long-QT-Effekt, verlängerten Effekt hat. Wer weiß, vielleicht wird das irgendwann wieder vom Markt genommen. Kann sein, es kommen oft Medikamente auf den Markt, dann gibt es ein paar Zwischenfälle, Todesfälle und dann verschwinden die wieder. Gerade bei den Quinolonen, da hat es zum Beispiel mal das Trovafloxacin gegeben, hat schwere hepatotoxische Schäden gemacht, ist weg. Das Gatifloxacin, das macht Hypoglyk, na, das ist weggekommen wegen den Long-QT, das Sparfloxacin, weil es Hyperglykämien macht. Es kommen immer wieder Medikamente und die werden wieder, verschwinden dann wieder. Gut. Hätten wir das einmal. So, was machen die eigentlich pharmakodynamisch? Pharmakodynamisch hemmen sie die Topoisomerase 2 oder 4. Hier, die Gyrase ist die Topoisomerase 2. Die wird bei gramnegativen Bakterien gehemmt. Und die Topoisomerase 4 bei gram-positiven Bakterien. Okay? Wenn ihr sagt, sie sind Gyrasehemmer, passt es sicherlich. Oder eigentlich ist Topoisomerase wahrscheinlich das schönere Wort. Topoisomerase 2 führt eben zu diesem negativen Supercoiling. Wenn ich das blockiere, kommt es zu DNA-Strangbrüchen. Und wenn halt die Polymerase drüber fährt und was lesen will. Und Topoisomerase 4 würde, wenn sich so ein die DNA-Replikation vorhanden erfolgreich durchgeführt wurde, das führt zu einer, würde diese zwei Stränge trennen voneinander. Und wenn ich das hemme, bleiben die halt zusammen, die Stränge, was auch wieder dem Überleben nicht förderlich ist. Die wirken bakterizid. Okay, bakterizid wirken Fluorquinolone. Gut, jetzt gehen wir es kurz durch. Noah und Pruli, eigentlich Harnwegsinfekt. Wenn man es gibt beim Harnwegsinfekt, bei der Zystitis zum Beispiel. Problem ist, 20 bis 30% von E. coli sind resistent, aber das habe ich schon mal gesagt. Die Resistenz in der Petrischale misst ja, ob ausreichend Konzentration, ob das Antibiotikum eine ausreichend hohe Konzentration im Blutplasma erreichen würde, um das Bakterium zu töten. Es kann in der Petrischale plus minus sein, so halbsensitiv, aber im Harn kriege ich ja höhere Konzentrationen zusammen, weil es reichert sich in der Harnblase ja an. Gut. Also Gruppe 1, wenn Harnwegsinfekt. Gruppe 2, Ciprofloxacin, Ofloxacin, Enoxacin. Cipro ist sicherlich das Prominenteste. Haben wir schon gesagt, wirkt super im gramnegativen Bereich und auch gegen den Pseudomonas. Klassische Indikationen sind Harnwegsinfekte, aber das ist halt, gibt es halt andere Sachen. Pyelonephritis, würde ich es auf jeden kann man es auf, gibt man es, kann man es auf jeden Fall geben. Prostatitis. Prostatitis, okay. Freund von mir hatte mal eine Prostatitis und sie hat ihm, die Ärztin hat ihm auch ein Ciprofloxacin gegeben, hat ihn aber nicht über Nebenwirkungen aufgeklärt, okay. Im Sinne von, gehen Sie nicht ins Solarium, gehen Sie nicht in die Sonne, weil es wirkt ja phototoxisch. Oder betreiben Sie keinen, gehen Sie nicht ins Fitnesscenter und heben Sie starke, viel Gewichte, weil es zu Sehnenrupturen kommen kann, okay? Also immer ein paar Nebenwirkungen sollte man dazu sagen, wenn sie wirklich, wenn sie vermeidbar sind. Typhus abdominalis,
kann man auch mit Cipro behandeln oder mit Ceftriaxon. Und Ceftriaxon ist irgendwie ein bisschen wirkt leicht logischer, weil Typhus abdominalis, dieses Typhusbakterium, kann in der Gallenblase sitzen bleiben, okay? Und was haben wir gelernt? Ceftriaxon wird über die Galle ausgeschieden. Ja, dann kann ich dort vielleicht noch diese Persistiere ein bisschen besser behandeln. Zystifibrose haben wir schon gesagt, Pseudomonas. Und Meningokokkenprophylaxe bei Erwachsenen, einmal 500 Milligramm. Und das mit Typ 1 und 2 machen wir nachher dann noch bei den Nebenwirkungen. Also Cipro und Enoxa hemmen ja Typ 1 und 2. Da schauen wir nachher nochmal kurz, was über Typ 1 und 2 läuft. Gut. Levofloxacin haben wir schon gesagt, auch im Gram-Positiven, super gegen respiratorische Infekte. Und auch beim Helicobacter ist es auch dabei. Wir haben ja gesagt, Claritro kann durch Levofloxacin ausgetauscht werden. Also Gram-Negative plus Gram-Positive plus Atypische. Ein super Kandidat für respiratorische Infekte. Eben bei Legionellen wird es sich anbieten, bei Legionellen entweder ein Makrolid oder ist Levofloxacin kann man geben. Oder wenn man sagt, gut, mir ist es zu riskant bei einem Patienten, der wirklich eine schwere Pneumonie hat, mir ist es zu riskant, dem ein Makrolid zu geben, Penicillinallergie, mir ist es zu riskant, ein Makrolid zu geben, weil 20% der Pneumokokken sind resistent, es wirkt jetzt so gut gegen Haemophilus, da kann man das sicherlich Second Line auch geben, Levofloxacin bei einer Pneumonie. Oder First Line in dem Fall, weil er halt kein Beta-Lactam gibt. Moxi, Gram-negativ, positiv, atypisch und Anaerobia, extra breit, hepatisch eliminiert, deshalb nicht mehr gegen Harnwegsinfekte, nur mehr Atemwegsinfekte. So, haben wir schon gesagt, Gruppe 1 und 2 unter der Gürtellinie, Gruppe 3 und 4 über der Gürtellinie, okay? Bakterizid. Schauen wir uns die Nebenwirkungen an. Hier haben wir Nebenwirkungen aufgelistet und hier haben wir diese Cestia-Fluorquinolone. Die sind mir letztes Jahr, wie ich das mal durchgemacht habe, wie wir es durchgelesen haben, haben wir gedacht, ich arbeite ja viel mit Buchstaben. Und da sind mir ein paar so Sachen aufgefallen, es wurden immer mehr. Am Anfang waren es nur 3, 4 und dann wurden es immer mehr Cs. Also, Cs der Fluorquinolone, sie stehen im Verdacht, chondrotoxisch zu sein, im Tierexperiment zumindest. Da kann man aber sagen, das hat sich relativiert beim Menschen, weil eben Kinder mit zystischer Fibrose bekamen Ciprofloxacin über lange Zeit hinweg zur Prophylaxe von Pseudomonas, hatten aber keine Wachstums- oder Knorpelschäden, okay? Also ist relativ chondrotoxisch. Zu chondrotoxisch, zu Knorpeln passt irgendwie die Sehne, Tendinitis, es kann zu Sehnenrupturen führen, okay? Das macht es auf jeden Fall, zu Sehnenschmerzen, Sehnenrupturen, Achillessehne zum Beispiel, vor allem ältere Personen können das haben, oder Leute, die gleichzeitig mit Glukokortikoiden behandelt werden. Kardiotoxisch ist vielleicht toxisch das falsche Wort, aber C für Cardio, es kann zu dem Long-QT-Syndrom führen. Und vor allem Moxifloxacin macht das. Und natürlich, deshalb muss man sich anschauen, eine ältere Dame, liebe alte Oma, so mit 60 Kilo, wenn man der 400 Milligramm Moxifloxacin gibt, ist das Risiko, kann der auf jeden Fall ein Long-QT-Syndrom verabreichen. Bei einem älteren, bei einem 150 Kilo metabolischen Syndrom Menschen, werden wir aber 400 Milligramm Moxifloxacin nicht reichen, den zu behandeln, okay? Weil er eben zu voluminös ist, da wir höhere Dosen brauchen. Darf ich aber nicht erhöhen, okay? Ich darf maximal 400 Milligramm Moxifloxacin geben, bei höheren Dosen ist das Risiko viel zu groß für Long-QT-Syndrom. Okay? Und ein paar Medikamente merkt euch wirklich, die Long-QT auslösen, weil wenn die kombiniert auftreten, wenn man die kombiniert gibt, können die eben das Syndrom noch verstärken. Also, wir merken uns Makrolide, Fluorquinolone, Azol-Antimykotika, das Cotrimoxazol kann es auch machen. Die merken wir uns aus diesem Bereich.
Und dann Zitronen. Gut, da werden die meisten nur was damit zu tun haben, wenn sie auf der Onko arbeiten, aber wurscht, merken wir uns auch. Und dann merken wir uns jetzt schon, obwohl ihr das Medikament noch nicht gelernt habt, Citalopram. Citalopram ist ein Antidepressivum und ihr werdet jetzt laufend Leute sehen mit Antidepressiven. Okay? Oder Olanzapin, merken wir uns auch, ist ein Antipsychotikum. Die machen das nämlich ganz, ganz besonders. Citalopram merkt euch eher, einen Depressiven sieht man eher als einen Psychotiker. Gut. GI-Störungen kann sein, also wir haben C wieder für Clostridium difficile assoziierte Diarrhoe, vor allem wieder ein neues C, was hier dazu passt, vor allem Ciprofloxacin kann C dort machen. Andere GI-Störungen wie Bauchschmerzen, Flatulenz, Bilazin und Zwicken können alle machen. Sind so um die bis zu 17% kommen die vor. Okay? Diese GI-Störungen. ZNS-Störungen bis zu 10%, da geht es eben so um Kopfschmerzen, Verwirrungszuständen, aber auch Halluzinationen und Krämpfe kann es auslösen. Warum? Weil C, also ZNS muss man auf Englisch machen, Central Nervous System, weil es ein GABA-A-Antagonist ist. Okay? GABA-A, mein Lieblingsrezeptor, ist ein Fluorid-Azo-Chlorid-Einstrom, hyperpolarisiert, blockiere ich den GABA-A-Rezeptor, kann man krampfen. Okay? Und NSARs verstärken den Effekt, weil sie diesen Antagonismus, also quasi das Fluoquinolon den GABA-A-Rezeptor blockiert, verstärken die Bindung irgendwie. Oder das Rausdrängen vom GABA, wie auch immer. Dann noch ein weiteres C, CYP1A2, Cipro und Enoxacin und Koffein. Lauter Cs, das ist wirklich wunderschön zu merken. CYP, Cipro, Koffein. Und bei CDAT gehört auch noch das Cipro dazu, wieder C. Hört nicht auf mit den Cs. CYP1A2, gut, kann man sich denken, na super, Koffein, wenn interessiert. Wenn man nicht koffeinabhängig ist, so wie ich, ist relativ irrelevant. Aber es gibt auch Medikamente, die drüber laufen, okay? Nämlich ein Zytostatikum wird über CYP1A2 bioaktiviert. Welches? Zyklus 2B6. Dacarbazin. Dacarbazin wird bioaktiviert. Sie hat Erlotinib gesagt. Sehr gut, hätte ich eigentlich fast vergessen, aber Erlotinib wird abgebaut über CYP1A2. Das heißt, ich hätte höhere Wirkung von Erlotinib. Und es gibt auch noch gewisse Antipsychotika, die drüber laufen, aber das lassen wir jetzt. Oder Theophyllin für Asthma. Campylobacter jejuni ist resistent. Warum? Das ist ein Keim, der zu Enteritis führen kann, weil bei der Hühnerzucht oft Ciprofloxacin gegeben wird, wegen den Salmonellen, ist der Campylobacter leider resistent. Das könnt ihr euch gleich für die SIP merken. Campylobacter jejuni kann Guillain-Barré-Syndrom auslösen. Ist ein klassisches Problem. Merkt es euch gleich für die SIP. Guillain-Barré-Syndrom. Es ist ein Chelatbildner. Also hier wieder, wir sagen, nicht mit Milch einnehmen, nicht in der Früh zum Kaffee Latte, sondern Milch zeitversetzt. Weitere Chelatbildner sind die Tetrazykline, okay, und Isoniazid ist auch ein Chelatbildner. Kommt aber noch heute. Und dann heißen die ganzen Fluorquinolone, habe ich das F, und F für phototoxisch, okay, phototoxisch. Ich habe damals noch Foto schreiben gelernt mit PH. Ah, hier steht es eben mit pH. Gut. Weiß nicht, habt ihr es schon mit mir? Ist wurscht. Auf jeden Fall, wir haben hier die Nebenwirkungen, haben wir eh schon gesagt, alle jetzt. Also die Cs sind wirklich hilfreich, finde ich. Gut, hätten wir die Fluorquinolone. Eine sehr spannende Gruppe, finde ich. Jetzt machen wir die. Ist Metronidazol und das Nitro, Nitrofurantoin.
Metronidazol muss zuerst bioaktiviert werden. Okay, Metronidazol ist ein Prodrug. Es muss bioaktiviert werden in dem Anaerobier oder in dem Protozoon, indem es reduziert wird. Das heißt, es muss ein Elektron aufnehmen. Dann ist es quasi aktiv und dann kann es zu DNA, führt es vermutlich zu DNA-Strangbrüchen, das Metronidazol. Das Nitrofurantoin macht wahrscheinlich genau das Gleiche. Okay? Muss auch erst bioaktiviert werden, eben durch Reduktion, und dann kann es zu DNA-Strangbrüchen führen. Früher dachte man, Metronidazol ist kanzerogen. Beim Menschen hat sich aber als falsch herausgestellt. Okay? Mittlerweile weiß man, es ist nicht kanzerogen beim Menschen. Und da gibt es eine Frage in den Übungsfragen. Sie verschreiben einer Person Metronidazol. Was fragen Sie die Person? Und dann ist die Antwort die richtige. Kann es sein, dass Sie gerade schwanger sind. Eben weil man sich früher dachte, Metronidazol ist kanzerogen. Also die Frage ist halt nach aktuellem Wissensstand nicht mehr so zu beantworten. Das kann ich nicht sagen. Aber es hat sich herausgestellt, bei Menschen ist es nicht kanzerogen. Ich meine, in hinreichend höher Dosis, wer weiß, wenn ich da jetzt 10 Gramm pro Tag reinjage, schau mal, was dann passiert. Kannst dich gerne melden. Gut. Anna, wir merken uns Metronidazol, wie heißt das als Markenname, als Präparatname? Anaerobex. Der Name ist Programm. Anaerobex wirkt gegen anaerobe Keime. Okay? Und auch noch gegen Protozoon. Einerseits haben wir Trichomonas vaginalis und Gardnerella vaginalis, führen eben zu einer Vaginitis, zu einer Entzündung der Vagina, heißt ja schon so. Bei Trichomonas ist die Behandlung sehr simpel. 2 Gramm Metronidazol, Single-Behandlung. Einfache Behandlung, einmal 2 Gramm. Und wie es immer ist bei sexuell übertragbaren Krankheiten, bevor ich vergessen zu sagen, immer Partner mitbehandeln, sonst kommt es zur Ping-Pong-Infektion. Deine ist gesund, steckt sie wieder an, dann wird er behandelt, es geht dann hin und her. Okay, immer Partner mitbehandeln. Auch die Geliebte. Naja, schon. Das ist blöd. Du hast so eine Dreiecks und da, ja, wurscht. Du hast so eine permanenten Hin- und Her-Ansteckerei. Giardia lamblia und Entamoeba histolytica führen zu gastrointestinalen Erkrankungen, eben die Amöbenruhr, oder zu Durchfallerkrankungen. Und ein Freund von mir, der kommt aus Ecuador, ist gerade dort und seine Frau ist mit und seine Frau hat die Amöbenruhr und befindet sich gerade dort im Krankenhaus, weil sie so stark den Durchfall hat. Und dann wissen wir jetzt schon, da geben wir Metronidazol und die Geschichte hat sich im Normalfall. Was ist die Gefahr bei den Amöben? Der Leberabszess, genau, der Leberabszess ist die Gefahr. Und wir haben schon mal kurz erwähnt, für die Amöben, die im Darm zurückbleiben, könnte man Paromomycin geben. Paromomycin. Es wirkt im Supergen anaerobe, das ist auch First Line bei Zetiv. Hier haben wir ein paar Nebenwirkungen. Einerseits führt es zu metallischem Geschmack, zu einer schwarzen Lackzunge, zu Übelkeit. Es kann Neuropathien verursachen, wie Parästhesien oder sowas. Wenn es Parästhesien und Neuropathien verursacht, absetzen. Okay? Wenn Parästhesien auftreten, absetzen. Braucht man was anderes dann. Wir wollen keinen Nervenschaden haben. Alkoholunverträglichkeit kann es auch machen, weil es eben die Aldehydehydrogenase 2 hemmt. Antabus-Syndrom, das kann auch noch auftreten bis zu 3 Tage, nachdem die Therapie abgesetzt ist. Okay, also nicht, wenn man Trichomonas hatte, man nimmt 2 Gramm und das ist gerade Donnerstag und dann ist halt der nächste Tag Freitag, ja, leibend Wochenende, Wodka-Time, dann sollte man dem Patienten vielleicht sagen, na, schränken Sie sich ein, weil der Alkohol könnte den sonst zu stark einfahren. Gut, welche Medikamente machen noch Alkoholunverträglichkeit? Und? Sehr gut, Cefotetan, Cefamandol, Cefaperazon und warum? Genau, wegen der N-Methyl-Thiotetrazol-Seitenkette, sehr gut. Und es kommt auch zu einer Dunkelfärbung des Haarens. Kann es kommen eben durch irgendeinen Metaboliten. Okay, und ich kann mich noch erinnern, ich habe das im Block 9 eben gelernt und dann hatten wir irgendein Seminar,
keine Ahnung mehr, was das war. Auf jeden Fall, der Arzt war recht cool und der hat uns auf die Station mitgenommen und wir konnten quasi Patienten untersuchen, mit Patienten reden. Und der eine Patient hat Anaerobics bekommen, Metronidazol. Und wir alle voll in Erwartung, welche Nebenwirkung hat er jetzt? Haben Sie eine schwarze Lackzunge? Na, haben Sie einen metallischen Geschmack im Mund? Nein. Na, habt Sie hier Ihr Haaren gefärbt? Nein, auch nicht. Tragen Sie Alkohol? Haben Sie schon ein Bier getrunken? Ja, ich bin im Krankenhaus, ich trinke da nichts. Also, da waren wir alle enttäuscht, wenn man Nebenwirkungen lernt und die nicht gefunden hat. Und dann wird man wieder darauf zurückgestoßen und das ist wirklich wichtig. Man lernt so viele Nebenwirkungen, aber nur ein geringer Teil der Patienten hat sie. Zum Glück haben nicht alle Nebenwirkungen. Deshalb ist es man, obwohl sie klassisch sind, kommen sie halt nicht immer vor. Und das wird, dessen wird man dann bewusst, wenn man lernt es immer so und denkt sie, der muss das doch kriegen, ich habe es doch gelernt, das ist eine Nebenwirkung. Aber nicht jeder kriegt Nebenwirkungen zum Glück. Gut. Also Metro ist sicherlich ein sehr, sehr wichtiges Präparat. Das müsste sehr gut können. Aber da gibt es eh nicht viel zu merken. Wird übrigens hepatisch eliminiert. Denke ich jetzt einmal. Gut. Nitrofurantoin macht auch DNA-Schäden, ist eigentlich einzige Indikation Harnwegsinfekt, haben wir schon gesagt. Nebenwirkungen sind aber, können bei Langzeittherapie vor allem wirklich schwer sein. Wir haben einerseits allergische Reaktionen, wie man es bei allen haben kann, Exantheme, Fieber, ZNS, also es kann auch zu Parästhesien, Burning Feet und Lähmungen kommen. Natürlich auch sofort bei Parästhesien absetzen. Okay, bei Lähmungen sowieso. Wenn da das Medikament dann absetzt, dann kriege ich aber eine Klage am Hals, okay? Sofort absetzen. Es kann bei Kurzanwendung zu einer Pneumonitis und Pneumonie auch kommen. Das Pneumonitis ist einfach nur eine Entzündung, eine, wie auch immer, vielleicht ist es eine Haptenbildung oder das Medikament lagert sich in der Lunge ab, führt zu einer Entzündungsreaktion oder auch zur Pneumonie, kann Neutrophorantoin-Pneumonie kann es kommen. Wenn man es lange gibt, über einen längeren Zeitraum zur Harnwegs, Infektprophylaxe, wie es in England bei der einen Dame, der erlebt habe, dass es der gegeben wurde, sie hatte keine Lungenfibrose, ich weiß nicht, man müsste Röntgen machen, vielleicht hat sie schon Fibrose gehabt, kann es auf jeden Fall zu Lungenfibrose führen. Deshalb nur kurzfristig Harnwegsinfekt, nicht zur Prophylaxe. Okay, und dann habe ich auch gefunden, in so einem Paper, wo ein bisschen über Hepatotoxizität und Medikamenten, was drin steht, dass es auch zu dass es auch hepatotoxisch wirken kann, es kann zu Autoimmunhepatitis führen. In ganz, ganz seltenen Fällen, okay? Und zu Lebergranulomen. Aber das ist dann, das ist unter 0,003%. Aber ganz, ganz selten kann es dazu führen. Aber für kurze Behandlung sollte nichts sein, eigentlich. Eigentlich. Aber trotzdem, Pifmetzlinam ist sicherlich das Bessere. Gut, jetzt haben wir noch Sulfonamide, Phospho und die Tuberkulostatika und die Stabdo kommt auch noch. Antimetabolite. Für uns Sulfonamide sind auf jeden Fall wichtig. Also Sulfonamide sind meistens kombiniert mit Trimetoprim oder mit Pyrimetamin, okay? Also Sulfamethoxazol und Trimetoprim ist klassische Kombination, heißt dann Cotrimoxazol. Oder Pyrimetamin wäre mit Sulfadiazin kombiniert. Okay? Und Pyrimetamin und Sulfadiazin, diese Kombination, ist klassisch bei Toxoplasma einsetzbar. Okay? Aber für uns wichtig ist das Cotrimoxazol. Dapson, nur ganz, ganz kurz. Dapson ist, wird bei Lepra eingesetzt. Okay? Mit Belebra eingesetzt und hat als Nebenwirkungen auch, kann es zu diesen, zur Sulfonreaktion kommen, dass die Leprome anschwellen und zuerst mal die Symptomatik verstärkt wird. Und Dapson ist natürlich auch, wird acetyliert und hier haben wir auch den relevanten Polymorphismus mit der N-Acetyltransferase 2. Okay? Also Isoniazid und Dapson, N-Acetyltransferase 2. Auf jeden Fall. Bei anderen Sulfonamiden, die werden über 1 und 2 metabolisiert. Muss man sich immer anschauen, wie das dann ist. Gut, also, was machen die? Sulfonamide hemmen die
Dihydropteroat-Synthetase und Pyrimethamin und Trimethoprim hemmen die Dihydrofolatreduktase. Eine sogenannte sequentielle Inhibition ist das, okay? Oder sequentieller Synergismus. Die greifen beide irgendwie im selben, bei der Folsäure ein, nur in unterschiedlichen Enzymen. Sequentieller Synergismus. Glutamidas, Sulfadiazin, eben Sulfadiazin und Pyrimethamin. Für uns sicherlich wichtig, am wichtigsten von den Wirkspektren her, gut, die Nokardien, gegen die wirkt, aber wann sehen wir schon Nokardien irgendwo? Das ist so eine Erkrankung, die führt zu Granulomen. Viel wichtiger ist der Pneumocystis jirovecii, ehemals Carini. Pneumocystis ist ein Schlauchpilz oder ein Pilz, hat aber kein Ergosterol in der Zellwand, okay? Normale Pilze haben Ergosterol in der Zellwand, deshalb greifen wir oft in die Ergosterolsynthese mit den Azolen zum Beispiel. Oder Amphotericin dockt als Ergosterol an. Pneumocystis hat das nicht, aber wir können super behandeln mit Cotrimoxazol. Also Pneumocystis ist gleich Cotrimoxazol. Wer hat Pneumocystis? AIDS-Patienten oder andere Immunsupprimierte. Immunsupprimierte Patienten können Pneumocystis haben. Eben eine atypische Pneumonie, langsam verschleppt, die Symptomatik, man macht Lungenröntgen und dann die Lunge schaut ärgstens aus. Okay? Ist oft bei atypischen Pneumonien so. Die Symptomatik ist nicht so stark, wenn man Lungenröntgen macht, denkt man sich, was ist denn da los? Und oft ist der Pneumocystis auch die Erstmanifestation einer AIDS-Erkrankung. Okay? Gut. Also Thailand-Heimkehrer mit atypischer Pneumonie. Verdächtig. Gut. Trimethoprim als solches, wenn man es als Single-Präparat geben würde, Trimethoprim als Single-Präparat, nur bei der Zystitis, unkomplizierte Zystitis bei der Frau, aber es wird immer kombiniert eingesetzt. Und kombiniert, eben das Cotrimoxazol könnte man auch gegen Typhus abdominalis nehmen oder Pyelonephritis. Okay? Und das Lustige ist das, dass eben die Hypokaliämie, die Hyperkaliämie, die ACE-Inhibitoren auslösen können, kann durch Trimethoprim erhöht sein. Steht im Freismuth-Buch so drinnen. Warum das so ist, muss ich noch eruieren und ich hoffe, ich weiß es dann bis zum Block 11, wenn wir uns die ACE-Inhibitoren anschauen. Zusammenfassung. Wichtig, was sind für uns die wichtigen Hard Facts zum Cotrimoxazol? Also, Cotrimoxazol, Kombination Sulfonamid und Trimethoprim. Es wird oft in einer Kombination von 20 zu 1 gegeben, okay? 20 Sulfamethoxazol, Trimethoprim 1. Aber wichtig ist für uns die Indikation Pneumocystis. Indikation ist das Wichtigste und die Nebenwirkungen. Es ist ein Sulfonamid, okay? Sulfonamide kann man sich immer quer durch die Bank merken. Stevens-Johnson-Syndrom, also allergische Reaktionen, Agranulozytose. Okay, dann werden sie acetyliert. Acetylierte Substanzen haben eine geringere Löslichkeit im Plasma. Das heißt, man muss ihnen sagen, trinken sie viel. Trinken sie 2 Liter am Tag mindestens, damit wir keine Nierentubulusschäden haben. Okay, viel trinken, allergische Reaktion. Da gibt es eben quasi das Stevens-Johnson-Syndrom. Und das Lyell-Syndrom. Im Prinzip ist es quasi eine allergische Reaktion, wo sich die Haut ablösen kann. Aber auch nicht nur Haut, sondern auch Schleimhäute. Der Mund kann betroffen sein, ist unangenehm, aber noch nicht so gefährlich. Gefährlich ist aber, dass auch die Augen, die Konjunktiva und auch die Haut innerhalb der Augen betroffen sein kann. Das heißt, wenn man jemanden wie den Stephen Johnson hat, holt man mal ein Augenkonsil, dass die sich das anschauen, damit das Augenlicht nicht beeinträchtigt ist. Okay? Stephen Johnson ist, wenn weniger als 10% der Haut betroffen sind, ist es ein Stephen Johnson. Wenn mehr als 30 betroffen sind, ist es ein Lyell oder heißt auch 10 toxisch epidermale Nekrolyse. Und dazwischen heißt es halt
Steven Johnson 10 Übergangssyndrom, also zwischen 10 und zwischen 30. Ist halt willkürlich, okay? Da hat sich irgendjemand willkürlich überlegt, das sagen wir mal 30% und dann ist es das und vorher ist es das. Das sind halt irgendwelche willkürlichen Bezeichnungen, Einteilungen. Gut, dann sind sie phototoxisch wie Quinolone und Tetrazykline. Im Zytopenin, es kann Agranulozytose auslösen, haben wir schon gesagt. Bei Neugeborenen kann es zum Kernikterus führen, bei den Sulfonamiden mit hoher Proteinbindung, okay? Das Sulfamethoxazol, hab ich nachgesehen, hat gar nicht so eine hohe Proteinbindung. Es hat eine Proteinbindung von um die 60% oder sowas. Aber wenn wir wirklich Sulfonamide mit hoher Proteinbindung haben, merkt euch trotzdem Sulfonamide, hohe Proteinbindung, Kernikterus, aufpassen. Genauso wie ASS oder Diclofenac haben auch, oder Ibuprofen haben auch eine hohe Proteinbindung. Okay. Cholestase kann es auslösen, das können wir uns, und Interaktion mit CYP 2C8 und 2C9 gibt's. Das kann man uns auch gleich wieder merken, weil es gibt Sulfonamide eben als Antibiotika und dann gibt es Sulfonylharnstoffe, das sind Antidiabetika. Und die führen auch zu einer Cholestase und haben auch Interaktionen mit CYP 2C9. Okay? Und jetzt nur kurz zu dieser Allergie. Sulfonamide haben einen N1-Rest und eine N1- und eine N4-Position. Okay, da wird es metabolisiert. Acetyliert oder glucuronidiert. Diese N1- und N4-Position wirken aber auch, können auch allergisch wirken, können quasi Allergien induzieren. Die N1-Gruppe führt eher zu Allergien im Sinne von einem zu IgE oder so einer Typ 1 Hypersensitivitätsreaktion. Und diese N4-Gruppe scheint eben toxische Effekte auszulösen. Nicht allergisch, sondern anders toxische Effekte auszulösen. Dosisabhängig von mir aus. Die Sache ist die jetzt, dann stellt sich die Frage, gibt es Kreuzreaktionen zwischen Sulfonamiden, zwischen dem Sulfonamid-Antibiotikum und den Sulfonylharnstoffen, die ich einsetze als Antibiotika, als Antidiabetika. Ich habe dazu gefunden, dass eben die Sulfonylharnstoffe diese beiden allergieinduzierenden Gruppen, diese N1-Position, N4-Position, die haben die nicht. Okay? Das heißt, wenn ich eine Allergie habe auf ein Sulfonamid, auf Sulfamethoxazol, muss ich mit keiner Kreuzreaktion rechnen beim Antidiabetikum. Okay? Weil die haben diese Gruppen nicht. Es scheint aber trotzdem ein gering erhöhtes Risiko zu sein, dass man dann beim Antidiabetikum auch eine Allergie entwickelt, aber es ist keine Kreuzreaktion. Okay? Gut. Was ist noch wichtig? Was steht hier nicht oben? Long-QT-Syndrom. Das Cotrimoxazol kann auch ein Long-QT-Syndrom auslösen. Gut. Also das musst du auf jeden Fall wissen, eben diese Steven Johnson, Agranulozytose, nephrotoxisch, phototoxisch und solche Sachen. Also die sind eh toxisch bis zum geht nicht mehr. Gut. Phosphomycin, ein super Medikament, hemmt quasi die Pyruvyltransferase, hemmt auch die Zellwandsynthese. Das Tolle dran ist, es ist sehr, sehr klein, kommt überall hinein. Blöd ist nur, es braucht Glucose-6-Phosphat, um als mit einem Symporter gibt es den Transporter und Glucose-6-Phosphat und Phosphomycin müssen gleichzeitig an den Transporter binden, dass sie in die Zelle reinkommen. Das ist ein Symport. Okay, die brauchen Glucose-6-Phosphat. Habe ich kein Glucose-6-Phosphat, kommt es nicht in die Zelle rein. Harnwegsinfekt haben wir schon gesagt oder
Osteomyelitis, weil es überall reinkommt. Harnwegsinfekt, einmal 3 Gramm am Abend. Nebenwirkungen, Exanthem, Transaminasenanstieg, naja, nicht so spannend. Kopfschmerzen und wenn man es infundiert, die Natriumbelastung. Das heißt, bei Patienten mit Herzinsuffizienz oder Leberzirrhose mit Ödemen, die haben ja oft Ödeme, die haben eh schon Hypernatriämie, die haben nur eine Verdünnungshyponatriämie, die haben eigentlich eh zu viel Natrium, da muss ich halt aufpassen. Okay, also bei Herzinsuffizienten oder Patienten mit Ödemen muss ich aufpassen, wenn ich es infundiere, wegen der Natriumbelastung. Sonst merken wir uns einfach Zellwandsynthesehemmer, Glucose-6-Phosphat angewiesen, einmal Therapie beim Harnwegsinfekt. Bei Patientinnen, ja, die Sache ist, die beim Harnwegsinfekt unterscheidet man zwischen kompliziert und unkompliziert, einerseits nach den Erregern und beim Mann geht man eigentlich immer von einer komplizierten Harnwegsinfekt aus, weil Männer haben normalerweise keine Harnwegsinfekte. Frauen haben ja Harnwegsinfekte, weil sie eine kurze Urethra haben, eine kurze Harnröhre. Männer haben im Normalfall eine längere Harnröhre und haben nicht so die Gefahr, dass Bakterien aufsteigen. Es wird länger dauern, bis die in die Zyste, in die Blase reinkommen. Deshalb Monuril, also Monuril heißt dann das Präparat, Phosmycin für den Harnwegsinfekt, Monuril, Mono, nur bei Frauen. Und was empfehlen wir Frauen, die häufig Harnwegsinfekte haben? Wenn sie Sex hatten, gehen sie nachher aufs WC, um potenzielle Bakterien, die durch den Verkehr in die Harnröhre reinkommen, wieder rauszuspülen. Okay? Und wie ist es mit dem Cranberry-Saft? Wer hat schon gehört, dass Cranberry-Saft helfen soll bei Harnwegsinfekt? Die Mädels natürlich alle. Dann gibt es die Mädels, die öfter Harnwegsinfekte haben und nur mehr Cranberry-Saft trinken. Oder während des Harnwegsinfekts 3 Liter Cranberry-Saft am Tag trinken. Die Idee dahinter ist folgendes: Cranberry-Saft bakterizid wirken soll und das Anheften der Bakterien an der Blasen, die Bakterien an der Blasenwand hemmen soll. Das macht es zwar wunderschön in vitro, aber in vivo im Körper wissen wir nicht, ob der Cranberry-Saft ausreichend hohe Konzentrationen in der Blase hat. Also ob das wirklich hilft, wissen wir nicht, aber nach dem Motto, hilft's nichts, schaut's nichts, haben wir ja zumindest den Placebo-Effekt. Gut, so viel zum Harnwegsinfekt. Daptomycin, das finde ich sehr cool, das hat mir immer sehr gut gefallen, das Medikament irgendwie. Ich habe es immer cool gefunden. Wirkt bakterizid, ist wichtig, wirkt bakterizid nur gegen grampositive Keime, nur gegen grampositive Keime wirkt bakterizid und das verbindet, das stanzt mir quasi Löcher in die Zellmembran, okay? Das bildet so Poren und dann führt es zu einer Depolarisation oder die Elektrolyte. Die Elektrolytkonzentration verschiebt sich dahingehend, dass das Bakterium stirbt. Bakterizid. Es kann sich aber auch in den Muskel einlagern und dort quasi Poren bilden. Deshalb muss man eben die Kreatinin-Phosphokinase messen, um potenzielle Muskeleffekte auszuschließen. Es wirkt nicht in der Lunge. Es wirkt nicht in der Lunge. Ich kann es nicht bei einer Pneumonie geben, weil es durch Surfactant, durch dieses Protein in der Lunge, durch dieses Molekül in der Lunge, inaktiviert wird. Aber es schädigt auch die Lunge ein bisschen, okay? Ist auch ein bisschen lungentoxisch. Aber es wirkt nicht in der Lunge. Gut, und Myopatin haben wir vorher schon gesagt. Statine machen gern Myopatin. Welches Medikament haben wir heute schon kennengelernt, was Myopatin macht? Ein paar Folien vorher war es, ja. Dalfopristin und Quinopristin machen auch Myopatin. Gut. Surotomycin, was ist das? Das wirkt wie Daptomycin, nur gegen Grampositive, wirkt aber noch stärker im anaeroben Bereich und kommt dann irgendwann wahrscheinlich mal gegen Clostridium difficile.
So, jetzt einen kurzen Exkurs. Es kommen immer wieder neue Antibiotika, die müsst ihr nicht können, okay? Die stehen, da gibt's, findet man auch nicht viel dazu. Nur, dass man hört, es gibt auch neue Substanzen. Wir kennen ja schon die Glykopeptide, Vancomycin und Teicoplanin. Und wir kennen das Lipopeptid Daptomycin. Und die Lipoglykopeptide vereinen beide Wirkmechanismen. Okay? Die hemmen einerseits, hemmen sie die Transglykolase wie die Glykopeptide, andererseits hängen sie sich in die Zellmembran rein und stören die Zellmembranintegrität. Die kombinieren beide Effekte. Okay? Gut, nur dass man die mal, dass ihr seht, es kommt immer was nach. Gut. Wollt ihr genaueres drüber wissen? Nein. Na gut, wer was genaueres drüber wissen will, der soll dann in der Pause kommen, dann kann ich ihm was erzählen, gell, zu den einzelnen Präparaten. Cool ist halt nur, die haben eine sehr lange Halbwertszeit, gibt man nur einmal oder zweimal. Gut. Diese Sachen hier, das habt ihr, das ist mal nicht so, das haben wir eh immer wieder durchgemacht mit Verteilungsvolumina, da springe ich jetzt drüber. Auch die Halbwertszeiten haben wir immer besprochen. Ist eh auch klar, dass ich Medikamente, die über die Niere metabolisiert werden, dass die renal eliminiert, dass die quasi an die Dosis angepasst werden muss in die Niere, ist eh logisch. Bei der Leberfunktion die Lebermedikamente ist auch logisch. Die Nebenwirkungen haben wir auch schon besprochen. Hier haben wir die Lackzunge. Hier haben wir wunderschön diese Schleimhautablösungen und Hautabschuppungen. Das haben wir auch schon alles gemacht. Das habt ihr alles in den Folien drinnen. Wir gehen jetzt zur Tuberkulose. Gut. Tuberkulose, ausgelöst von Mykobakterien. Mykobakterien haben diese Mykolschicht und teilen sich viel langsamer. Wie lange braucht ein E. coli, bis er sich teilt? 20 Minuten. Wie lange braucht ein Mykobakterium? 20 Stunden herum. Merken wir es immer so, 20 Minuten E. coli, 20 Stunden ein Mykobakterium. Deshalb ist es sehr schwer, dauert es halt länger, bis man es züchten kann und Resistenzbestimmungen machen kann. Dauert halt alles länger. Tuberkulose ist meldepflichtig. Nur kurz, was ist das für eine Krankheit? Man sollte jeder Krankheit ein paar Sachen sagen können als Arzt. Und auch im Seminar, kommt es immer gut. Müsst ihr keine TBC-Experten sein. Wie steckt man sich an? Wenn jemand eine offene TBC hat, haben quasi diese Granulome, wo das Bakterium drinnen ist, und der Bronchialbaum eine Verbindung, der hustet, Aerosole schwirren herum, man atmet sie ein, zack, und man hat schon die TBC. Bei vielen ist es aber asymptomatisch. Okay, bei immunkompetenten Menschen bleibt sie asymptomatisch. Und es bilden sich dann in der Lunge oft so Granulome, verkäsende Granulome. Da haben die Pathologen, wenn man das aufschneidet, ist das so käseartige Masse irgendwie. Deshalb heißt es, verkäsen die verkäsende Granulome. Also bei Immunkompetenten kapselt sich das ab. Normal in 80% der Fälle ist die Lunge betroffen. Es kann aber auch die Leber, die Nieren, es kann die Urogenitaltrakt, es können auch die Wirbelkörper betroffen sein, es kann alles betroffen sein von der TBC. Okay? Gut, meistens ist man asymptomatisch. Welche Symptome hat man, wenn man TBC wirklich hat? Klassische B-Symptomatik, Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust. Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust sind klassische Symptome der TBC-B-Symptomatik. Und das merken wir uns auch gleich für unsere Zukunft. Wenn jemand kommt mit Fieber, Nachtschweiß und Gewichtsverlust, dieser B-Symptomatik, haben wir drei wichtige Differentialdiagnosen. Tuberkulose, Lymphom und Endokarditis. Endokarditis, Lymphom, TBC sind die Klassiker bei dieser B-Symptomatik. Gut. Diagnostik, wir färben Sputum, Ziel-Nielsen, machen Tuberkulintest, aber der ist auch positiv, wenn man geimpft wurde. Ich zum Beispiel, ich bin 1983 geboren, ich wurde noch gegen Tuberkulose geimpft mit diesem BCG-Impfstoff, den muss man intradermal reinspritzen.
Ihr wahrscheinlich nicht mehr. Und den Gamma-Interferon-Test gibt es auch, der ist viel, viel besser. Da nimmt man ein bisschen Serum vom Patienten, tropft ein bisschen Antigen rauf vom Tuberkulose-Bakterium und dann schaut man, ob Interferon Gamma produziert wird. Wird es produziert, hat er TBC. Gut. Haben wir schon gesagt, langes Wachstum, langsames Wachstum und die persistieren in den Makrophagen. Gut. Für uns ist wichtig, was gibt es für Behandlungsmöglichkeiten? Ihr müsst diese vier Präparate wissen, okay? Isoniazid, Rifampicin, Ethambutol und Pyrazinamid. Und es ist immer eine Kombination, weil die weil diese Mykobakterien zu Resistenzen neigen. Und da gibt es eben diese Multidrug-Resistant Tuberkulose-Bakterien im Ausland, in Rumänien oder in Bulgarien gibt es die. Und dann gibt es ja mal wieder einen Pulmologen gesprochen und der hat gesagt, auf der Baumgartnerhöhe gibt es den TBC-Pavillon. Und da sind oft Leute kommen, eben aus Rumänien oder sowas, und mit multiresistenten Keimen, um sich hier behandeln zu lassen. Und angeblich ist es so, hat mir mal einer erzählt, da ist es dann halt so, dann kriegt halt ein Patient kriegt die Medikamente und der ist so nett und teilt die ein bisschen der Familie aus, dass die mitbehandelt werden. Und dann hat jeder eine zu geringe Dosis, das Bakterium stirbt nicht, aber die Dosis ist immerhin noch hoch genug, dass Resistenzen entwickelt werden können. Und dann muss man auf die Second Line und Third Line Medikamente zurückkommen, die natürlich viel mehr Nebenwirkungen haben. Gut. Für uns wichtig. Diese vier Präparate sind für uns wichtig. Was kann man hier machen? Man kann hier mal prinzipiell, kann man sie strukturieren. Man kann quasi Informationseinheiten zusammenfassen, okay? Alle von diesen vier sind hepatotoxisch außer Ethambutol. Okay? Iso, Rifampicin, Pyrazinamid sind hepatotoxisch, Ethambutol nicht. Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamid werden hepatisch metabolisiert. Ethambutol wird primär nicht metabolisiert ausgeschieden. Okay? Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamid sind Zid, Tuberkulozid, die bringen die um. Ethambutol ist tuberkulostatisch. Okay? Gut, jetzt schauen wir uns die richtigen Nebenwirkungen an. Isoniazid, also am stärksten hepatotoxisch ist Pyrazinamid, okay, ist das stärkste hepatotoxische. Isoniazid natürlich auch ist hepatotoxisch, da gibt es diesen toxischen Metaboliten, der mir eben die Leber schädigt. Dann führt es zu Neuropathien. Wieso macht es das? Weil es nämlich Verbindungen mit Pyridoxal eingeht. Mit Vitamin B6 und Vitamin B6 brauche ich. Wofür brauche ich Vitamin B6? Für die Neurotransmittersynthese, weil Neurotransmitter sind die wichtigen, sind dekarboxylierte Aminosäuren aus Histidin dekarboxylierig wird Histamin, L-Dopa dekarboxylierig wird Dopamin, aus Tryptophan wird zuerst 5-Hydroxytryptophan und dann dekarboxylierig und ich habe Serotonin. Okay? Ich brauche es für die Dekarboxylierung von Aminosäuren, um Neurotransmitter zu synthetisieren. Also kann ich eben Neuropathien haben und Krampfanfälle und GABA zum Beispiel ist dekarboxyliertes Glutamat. Also geben wir immer Vitamin B6 dazu. Dann kann es noch zu Alkoholunverträglichkeit führen, wie eben auch Metronidazol und diese drei Cephalosporine, die wir haben. Und es ist auch noch ein Chelatbildner, wie eben auch Tetracycline und Fluoquinolone. Und es führt manchmal auch zu Blutbildveränderungen. Okay, also hämatologische Störungen, wir machen ein Blutbild alle 4 Wochen. Dann wird es acetyliert, das heißt, wir sagen den Patienten auch, trinken sie viel. Und wir haben eben die Slow- und Fast-Metabolizer, die langsam acetylieren,
haben ein erhöhtes Risiko für Toxizität. Okay? Das steht im Actuaris drin, man gibt eine Testdosis, macht eine Spiegelbestimmung und dann weiß man, welche Art von Metabolismus das ist. Im Prinzip macht man diese Spiegelbestimmung nicht. In Österreich habe ich noch nirgends gesehen, dass man die irgendwo macht. Okay? Dann man, der Professor Thalhammer hat auch mal gesagt, das gibt es im AKH, macht man nicht einmal diese Spiegelbestimmung. Okay? Also man gibt halt eine Standarddosis und die wirkt dann mehr oder weniger eh bei allen. Wirkt dann eh bei unseren, bei uns zumindest. Weil wir halt ein anderes Dosierungsregime haben. Gut, das ist mal zu dem. Rifampicin hemmt, was macht das? Es hemmt die Enyol-Synthetase oder Reduktase, ein Enzym auf jeden Fall in der Mylkohlsäure-Synthese. Rifampicin hemmt die DNA-abhängige RNA-Polymerase, wirkt Bakterizid, ist ein Enzym-Inducer, über welchen Rezeptor induziert das? Pregnan X, genau, Pregnan X und Phenobarbital über den CAR-Rezeptor. Beim Pregnan X läuft das, genau. Hepatitis, Transaminasenanstieg, Enzyminducer, Typ 3 und Typ 4. Es führt zu Flu-like-Syndrom, kann es führen, in bis zu 30% der Fälle. Und es unterliegt einem enterohepatischen Kreislauf. Dann, und das ist noch cool, die Sekrete färben sich rot und orange. Und ihr schaut sicherlich manche von euch Dr. House. Und da gibt es diese eine Folge, wo diese eine Patientin ist, die simuliert die ganze Zeit, okay? Sie simuliert immer irgendwelche Krankheiten und eine Ärztin lässt dann im Raum Rifampicin liegen. Und danach kommt der Anruf, ja, die Patientin hat ein neues Symptom. Und die Ärztin sagt, was ist mit ihr? Hat sie orange Körperflüssigkeiten? Und die Person war ganz verwundert, na, woher weißt du das? Na eben, ich habe dort Rifampicin liegen lassen. Und die Person hat es sicherlich genommen und das war es. Also selbst bei Dr. House hat es einen Einzug gefunden. Sie haben damit eine Simulantin entlarvt. Gut. Es induziert den Abbau von Medikamenten, auch bei HIV-Medikamenten. Deshalb gibt man gerne Rifabutin bei HIV-Patienten, weil Rifabutin kein so starker Inducer ist. Aber es induziert trotzdem. Okay, es induziert Enzyme, Typ-Enzyme aber nicht so stark. Und Rifabutin hat andere Nebenwirkungen besondere. Es kann zu einer Uveitis führen. Uveitis ist so die mittlere Augenhaut. Wurscht, was das genau ist. Uveitis, merkt euch, Augenentzündung kann es machen. Und es führt zu Myalgien und zu Gelenkschmerzen. Gut. Pyrazinamid, das am stärksten hepatotoxische. Wir merken uns Pyrazinamid, P, für die intrazellulären Persistierer und P für phototoxisch. Okay? Und es führt zu Hyperurikämie, weil es die Rückresorption von Harnsäure steigert über den Urat 1. Das habt ihr aber gestern sicherlich in extensio gelernt. Ethambutol, nicht hepatotoxisch, kann zu Nervus Opticus Neuritis führen, zu einer Retrobulbär Neuritis. Ich schaue rein, sehe nichts, aber der Arzt sieht nichts und der Patient sieht nichts. Der Patient hat Visustörungen und der Arzt sieht aber nichts im Auge. Also sieht keine Probleme. Und es führt auch zu Hyperurikämie, okay? Kann auch zu Hyperurikämie führen, aber selten zu Gichtanfällen. Und warum? Weil es wird zu 20% metabolisiert über die Alkoholdehydrogenase und Aldehyddehydrogenase und da gibt es einen Metaboliten und dieser Metabolit führt auch zu einer Rückresorption von Harnsäure. Dicarbonsäure wäre der Metabolit, wer es wissen will. Dicarbonsäure. So, jetzt machen wir Pause und dann stürzen wir uns in die Antimykotika. 10 Minuten Pause, 5 bis 10 Minuten Pause. Jetzt machen wir noch die Antimykotika. Antimykotika, das ist ein sehr, sehr kurzes Kapitel, da haben wir nicht viele Folien, aber ein paar Sachen sollte man dazu wissen. Ihr müsst jetzt keine
Pilzexperten sein, okay? Keine Fungologen. Ich weiß, ob es das Wort gibt, ich sag's einmal. gut. Antimykotika. Was kann man schon mal vorausschießen? Wie es auch ist bei den Antibiotikern, haben wir gesagt, wir überlegen uns, wir nehmen eine Krankheit, wir wollen ihn behandeln, meistens ein Beta-Lactam, Penicillin oder Cephalosporin und dann eben Makrolide oder Fluoquinolon. Bei den Antimykotikern ist schon simpler. Meistens, wenn jemand was hat, eine Candida oder Aspergillus-Infektion, starten wir mit einem Azol. Okay, Azol ist meistens First Line. Das ist das Tolle dran. Okay, ich habe gerade ein SMS vorher von Marlino schon bekommen. Dem geht es heute nicht gut, der hat starke Kopfschmerzen. Das heißt, am Nachmittag. Was verschreiben wir dem Avelino? Können wir gleich ein Rezept schreiben? Na, und er sagt, er würde gern heute am Nachmittag krankheitsbedingt den Zytostatiker ausfallen lassen. Und entweder machen wir es morgen anstelle des Team-Based Learnings. Wer wird zum Team-Based Learning kommen? Okay, was ist Team-Based Learning? Team-Based Learning ist, es werden Fragen an die Wand projiziert, ihr habt jetzt Kleingruppen, diskutiert die und dann müsst ihr quasi argumentieren. Wir simulieren quasi Pharma-Seminar, weil man üben muss, was ist richtig, was ist falsch. Es kommen Fragen, die ihr nicht kennt, also ihr müsst spontan sein und von dem her ist es eine gute Übung fürs Pharma-Seminar. Die Sache ist die, entweder morgen vor dem TBL oder anstelle vom TBL. Also Zytostatiker. Wer will Zytostatiker hören überhaupt? Jeder, sind auch wichtig. Ja, aber manche haben nächste Woche schon Seminar. Ja, ich meine, ich weiß, was du meinst. Eine Idee ist natürlich, dass man Zytostatiker, dass man den alternativen Plan macht und die Zytostatiker am Mittwoch macht nächste Woche. Ja, aber Zytostatiker kommen erst am Freitag. Donnerstag. Ja, oder morgen die Frage, oder morgen beides. Dann werden wir es halt so machen. Dann machen wir morgen halt Zytostatiker und dann, wer noch bleiben will, Team-Based Learning. So, uhrzeitmäßig, wie machen wir es denn? Wann würde es denn gerne anfangen? 7 in der Früh. 10? Oder sagen wir, oder um die Mittagszeit um 12? So. Wisst, was ich mache? Er schreibt, Uhrzeit für morgen ist halt die Frage. Na, das ist super. Wir machen jetzt Folgendes. Er soll die Uhrzeit festlegen, direktiv, weil sonst wird das nichts. Oder wer will um 10? Früher? Du willst früher? Wer will um 8? Wer will um 9? 10? 11? 12? 13? Okay, wir sehen schon die Tendenz. Spät will man mal nicht. Na, 8 ist schon früh, ich meine, das kann man keinen antun. Andererseits, wir haben um 11 ein Meeting. Kurzes Meeting mit jemandem, da muss eh nicht dabei sein. Wie machen wir das jetzt? Na, sagen wir 9. 9? Okay, noch einmal, wir haben jetzt nur mal 9 und 10 Uhr. Wer will 9? Wer will 10? Alter, fuck. Ist immer dasselbe, ja? Ja, es endet ja trotzdem nichts. Das ist ja wurscht, das TBL können wir ja morgen machen oder heute, ist irrelevant.
Von dem her, aber es geht darum, wann wirst du morgen die Einheit machen mit den Zytostatikern. Genau, das ist meine Idee gewesen. Wir machen es einfach, wir sagen einfach 9:30 Uhr und haben somit beide Gruppen vereint. Wir müssen jetzt, wir bilden eine große Koalition und machen einen halbledgerten Kompromiss und der ist 9:30 Uhr. Okay? So. 9:30 Uhr. Okay? 9:30 Uhr. So, ich schreibe noch kurz. Morgen 9:30 Uhr die Zytostatika. Kann irgendwer morgen nicht? Es wird eh aufgenommen. Außerdem gibt es das Video vom letzten Jahr eh auch noch. Und wenn es wollt, kann ich auch spontan was über Zytostatika erzählen, über die wichtigsten. Weil ich nicht auf die Zytostatika vorbereitet bin. Nicht so gut wie auf die Antibiotika. Und weil es sein Programm ist und er sich wirklich schon reingetigert hat in Zytostatika. Aber ich kann euch von mir aus über die wichtigsten Sachen was erzählen. Gut. So, machen wir jetzt weiter und ich schreibe ihm nachher eine SMS. Bitte? Ja, das mit Team-Based Learning überlegen wir uns nach. Entweder machen wir es heute oder wir machen es morgen mit Team-Based Learning am Nachmittag. Können wir sich überlegen, was machen. Gut. Ja, dann können wir halt, machen wir halt heute, von mir aus können wir es auch heute machen, ja. Gut. So, jetzt machen wir zuerst Antimykotika, dann diskutieren wir und dann je nachdem schauen wir, was wir machen. Gut. Antimykotika. Welche Pilze müssen wir kennen? DHS-System. Dermatophyten, Hefepilze und Schimmelpilze. Dermatophyten, also Pilze, die auf der Haut sitzen, zum Beispiel Trichophyton rubrum, Epidermophyton floccosum, Trichophyton rubrum und Microsporum canis sind Dermatophyten. Okay, was machen die? Hautinfektionen oder Tinea ist eine Hautinfektion, kann eine Tinea pedis sein oder Tinea capitis am Kopf, Tinea corporis am Körper, wurscht wo. Meistens sind es so ovale oder so rundliche Rötungen, die ein bisschen abschuppen. Okay, wenn man es am Kopf hat, kann man dort auch Haarverlust haben. Onychomykosen sind Nagelinfektionen sehr schwer zu behandeln, okay? Also wenn jemand Onychomykosen hat, Nagelpilz, wirklich schon ältere Leute haben das häufig, richtig dicke, fette Nagelpilze, die sind sehr schwer zu behandeln. Eine Idee ist dahinter, dass bei älteren Leuten das Nagelwachstum langsamer abläuft und deshalb die mehr Zeit haben, sich dort festzusetzen. Hefepilze merken wir uns Candida und Kryptokokken. Okay. Hefepilze braucht man auch beim Bier, Saccharomyces cerevisiae, Servetia halt. Und Bier ist auch ein Cerveza, ist ja das Bier auf Spanisch. Und da haben wir das C für Cerveza, für die Kryptokokken und für die Candida. Hefepilze, Kryptokokken, Candida. Candida ist hier wichtiger. Und Malassezia furfur, auch ganz spannend. Schimmelpilze sind für uns am wichtigsten der Aspergillus. Okay, da gibt es halt verschiedene Aspergillus-Subformen und bei Candida auch. Und Candida albicans sicherlich der bekannteste. Übrigens, Zika, wir haben Candida besiedelt auch unseren Darm. Also wenn jemand Durchfall hat und man macht eine Darmkultur, und man findet dort in der Kultur einen Candida, schrecken wir uns nicht, weil 50% der Menschen haben einen Candida im Darm sitzen. Normaler Besiedelungskeim dort. So, Krankheitsbilder, die man können muss. Das Sor, Mundsor. Candida-Infektionen im Mund. Also wenn man quasi so weiße Auflagerungen hat, die man auch mit dem Spatel wegschieben kann.
Immunsupprimierte haben das oft. Pilzinfektionen sind, ein gesunder Mensch hat im Normalfall keine Pilzinfektionen. Zumindest keine mukokutanen, keine auf der, im Mundbereich, in der Vaginalschleimhaut kann schon sein. Zum Beispiel können wir mit einem Antibiotikum, das die Lactobacillen abschießt, den pH-Wert ändern, dass dann die Frau eine vaginale Kandidose kriegt. Die ist nicht immunsupprimiert, okay, das kann halt passieren. Aber eine orale Kandidose ist eher unüblich. Immunsupprimierte haben das. Oder Asthmatiker oder COPD-Patienten, die orale Glukokortikoide bekommen und nach dem Sprühstoß nicht spülen. Nach dem Sprühstoß immer spülen. Gut. Dann kann es aber auch sein, dass dieser SOR von Candida, also Candida kann auch systemische Infektionen machen. Kann auch eine Meningitis machen, kann die Leber, die Nieren, andere Organe befallen, okay? Das heißt, systemische Candidiasis wäre es dann. Aber die Mukokutane ist die häufige. Meningitis kann durch alle ausgelöst werden, okay? Auch Aspergillus kann eine Meningitis machen. Auch Candida. Aber Cryptococcus neoformans ist so ein klassischer Meningitis-Keim, auch bei Immunsupprimierten, okay? Auch bei Immunsupprimierten ist charakterisiert durch wirklich ganz, ganz starke Holokrane über den ganzen Kopf, Holokrane, Kopfschmerzen. Okay? Mache Lumbalpunktion, finde den Neoformans und weiß schon, wie ich ihn behandle, nämlich mit Amphotericin und Fluzytosin. Weil Fluzytosin ist Kryptokokken, das machen wir aber noch. Und Aspergillus kann in der Lunge sitzen, kann dort Lungengranulomen führen, kann auch Granulome im ZNS machen. Vor allem Patienten, die lange neutropenisch sind, lange neutropenische Patienten können auch Aspergillus-Infektionen haben. Gut, was wir uns schon mal merken, Candida ist gleich Fluconazol, Candida ist gleich Fluconazol, Aspergillus ist gleich Voriconazol. Okay, das sind die wichtigen, ganz, ganz wichtigen Assoziationen. Candida, Fluconazol, Aspergillus, Voriconazol. Also bei Candida albicans zumindest. Bei Candida krusei zum Beispiel, hilft das Fluconazol nichts, dann müssen wir auf eine Echinocandin umsteigen. So, was ist das Besondere an Pilzen? Pilze haben einen Nukleus, nicht so wie Bakterien. Und sie haben eine Zellwand und sie haben, in dieser Zellwand haben sie auch, und der Membran, halt Zellmembran, haben sie Ergosterol-Sitzen. Okay, und wir hemmen entweder die Ergosterol-Synthese mit Azol-Antimykotikern zum Beispiel, oder wir haben Medikamente, die ans Ergosterol binden und dann die zelluläre Integrität stören, die Membranintegrität stören. Oder wir hemmen die Zellwandsynthese. Okay? Gibt es eben verschiedene Angriffspunkte. Das Ergosterol ist halt dem menschlichen Cholesterin ziemlich ähnlich. Und das erklärt auch, warum Amphotericin manche Nebenwirkungen beim Menschen hat, weil es eben nicht 100% nicht 100%ige Affinität für Ergosterol hat, sondern auch fälschlicherweise sich mit Cholesterol verbinden kann und dann menschliche Zellen schädigen kann. Amphotericin B lagert sich eben ans Ergosterol an und führt dann zu Poren in der Membran. Okay? Wirkt Fungizid. Hat einige Nebenwirkungen. Da muss man nicht viel wissen. Amphotericin wirkt Fungizid. Es gibt eigentlich kaum Resistenzen. Gibt es nicht wirklich. Ganz, ganz selten. Und es ist ein Reservemittel, ist meistens nicht First Line, außer bei Kryptokokken zum Beispiel. Aber wenn es Resistenzen gibt, wie gibt es die dann? Dieses Ergosterol wird durch Vorläufermoleküle ersetzt. Und diese Vorläufermoleküle haben eine geringere Affinität zum Amphotericin. Aber im Prinzip gibt es kaum Resistenzen. Gut, was ist mit Amphotericin B jetzt? Es führt einerseits zu Fieber und Schüttelfrost,
Weil nämlich die Idee dahinter ist, dass Amphotericin sich mit dem Cholesterol von Makrophagen oder Neutrophilen verbindet, diese dann schädigt und dadurch kommt es zur Freisetzung von Zytokinen. Okay? Deshalb gibt man halt Paracetamol dazu oder Hydrocortison, um das abzufangen. Die Nephrotoxizität, da gibt es zwei Modelle, wie die zustande kommt. Die eine Theorie ist, dass es in der Vasafferenz, in den zuführenden Gefäßen, zu einer Vasokonstriktion führt. Und wir erinnern uns an Block 4 Physiologie. In der Niere gibt es das RAS-System, also Renin wird ausgeschüttet, wenn der Perfusionsdruck in der Niere zu gering ist, also wenn die GFR sinkt, wenn die Vasafferenz kleiner wird, wenn der Zufluss sinkt, wird Renin ausgeschüttet. Aktiviert das RAS-System, kennt ihr eh. Endstrecke ist Aldosteron. Was macht Aldosteron? Aldosteron holt mir im Tubulussystem spätdistal Natrium zurück, gibt aber Kalium her. Okay? Deshalb so wieder mal mit einer Variante, die Kaliumverluste werden dadurch erklärt. Nephrotoxizität, es führt zu einer Vasokonstriktion im Vasafferenz, RAS-System wird aktiviert, Natrium hole ich mir zurück spätdistal, Kalium verliere ich. Das andere Modell ist, dass Amphotericin filtriert wird und im Tubulussystem spätdistal anfällt und dort akkumuliert und weil es ja keine hundertprozentige Affinität zum Ergosterol hat, sondern auch zum Cholesterin, lagert sich quasi spätdistal in diesen Zellen an und schädigt die Zellmembran, dass ich dadurch Kaliumverluste habe. Okay? Ich kann dem aber vorbeugen, indem ich eine Kochsalzzufuhr mache, indem ich so 1 Liter Natriumchlorid mit reininfundiere, beuge ich dem ein bisschen vor. Wahrscheinlich eben, weil ich die Perfusion aufrechterhalte, kann eine Idee sein, ich halte die Perfusion im Vasafferenz aufrecht oder ich verdünne halt im Tubulussystem das Amphotericin, das es hinten nicht akkumulieren kann. Gut, es führt zur normochromen Norme zu den Anämie. Idee dahinter ist, die Eposynthese in der Niere wird geschädigt. Erythropoietin, Klassiker, Normozytärenämie ist gleich renale Anämie. Ist der Klassiker. Gut, es ist lichtempfindlich, dieses Amphotericin. Das heißt, man muss es lichtgeschützt lagern und lichtgeschützt anhängen, weil sonst wird es inaktiviert. Und man infundiert einmal halt ein bisschen was und dann schaut man, ob eine allergische Reaktion kommt, weil manche Patienten haben wirklich starke Reaktionen auf das Amphotericin. Gut, hätten wir mal das. Dann gibt es noch eine bessere Formulierung vom Amphotericin, das liposomale Amphotericin. Liposomales Amphotericin B hat weniger nephrotoxische Eigenschaften. Gut. Das war's mit Amphotericin. Aber wichtigen Fakten: Fungizid, Fieber, Schüttelfrost, nephrotoxisch, normozytäre Anämie. Das muss man wissen. Gut. Dann haben wir die Echinocandine. Die wirken gegen Candida und gegen Aspergillus. Candida und Aspergillus gibt es im Caspum, Mica und Anidula-Fungin und die hemmen die Beta-D-Glucan-Synthese. Okay, hier haben wir die Zellwandsynthese. Das kann man sich über alle, also über die Azole, über die Allylamine und die Echinocandine, also alle wichtigen Antimykotika außer dem Amphotericin, sind alle hepatotoxisch, lassen alle die Transaminasen steigen. Okay, haben wir schon wieder eine Informationseinheit. Antimykotika lassen die Transaminasen steigen. Hier vor allem Mikafungin macht es gern. Mikafungin, was haben wir heute schon mal gehört? Transaminasen, Off-Zyp-Interaktion. Und siehe da, es gibt bei Mikafungin eine Interaktion mit CYP3A4. GI-Störungen oder nicht, Phlebitis kann man auch bald von irgendwas haben, Fieber und Schüttelfrost auch. Juckreiz und Schwellung ist die Idee, dass die Mastzellen degranulieren. Okay? Also wir merken uns, bei Echinokandinen hemmen die Zellwandsynthese, wirken gegen Aspergillus und Candida, das heißt, wenn der Patient, wenn das
wenn der Pilz gegen Azole resistent ist, nehme ich ein Echinocandin. Okay, ist quasi die zweite Gruppe, die ich hier nehme. Azol First Line, Second Line Echinocandin. Und da kann Micafungin noch TTP auslösen, thrombotisch, thrombozytopenische Purpura. Das gibt's als Autoimmunreaktion oder Medikamenten induziert. Im Prinzip ist es so, dass halt beim richtigen TTP wird dieser Van Willebrand-Faktor nicht abgebaut durch eine gewisse Protease und dann führt es eben zur Aktivierung der Gerinnungskaskade mit Thrombosen und mit Thrombozytopenie. Und Micafungin scheint es irgendwie zu induzieren. Sei es jetzt Antikörper getriggert durch Inhibition der Protease oder zu einer vermehrten Ausschüttung, ob es zu einer vermehrten Ausschüttung von Van Willebrand-Faktor kommt, weiß man nicht. Gut. Ergosterol-Synthese für uns ist nur wichtig, sind wichtig die Azole und die Allylamine. Allylamine wäre Terbinafin und Naftifin. Die hemmen die Squalen-Epoxidase. Und diese Allylamine, Terbinafin und Naftifin wirken gegen, sind eben für Haut, für Tinea und für Onychomykosen, also für Nagelmykosen, okay? Lokal meistens oder auch topisch oder auch systemisch. Und Transaminasenanstieg, mehr brauchen wir dazu nicht wissen. Azole hemmen die Lanosterol-14-Alpha-Demethylase und jetzt machen wir die Azole durch, die wichtigen. Da gibt es die Imidazole, die alten, Clotrimazol, Keto und Miconazol. Die geben wir nur mehr topisch. Und die Triazole, Itra, Vori und Flu, die geben wir systemisch. Die kann man systemisch geben. Die alten geben wir nicht mehr systemisch. Warum geben wir die alten nicht mehr systemisch? Ja, wegen welchen Nebenwirkungen? Na, Allergien ist es nicht. ZYP. Die hemmen massiv die ZYPs und hemmen auch die Aromatase, die ja aus Testosteron Östrogen macht, ist ja ZYP19. Und die hemmen auch diese Aromatase und deshalb kann es zu Gynäkomastie oder zu Dysmenorrhoen, also zu Regelbeschwerden kommen, okay? Das machen die Alten vor allem. Die Neueren haben auch ZYP-Interaktionen, aber haben andere ZYP-Interaktionen. Okay? Was merken wir uns zu den einzelnen Präparaten jetzt? Haben wir schon gesagt, Fluconazol gegen Candida, Voriconazol gegen Aspergillus. Also Voriconazol wirkt auch gegen Candida, aber es hat eben ein erweitertes Wirkungsspektrum für Aspergillus. Okay. Vori und Flu gehen ins ZNS. Vori und Flu gehen ins ZNS. Itraconazol geht nicht ins ZNS. Wer auch gegen ist auch einsetzbar gegen Candida und Aspergillus, aber man gibt es eher gegen andere Pilze. Da gibt es eben diese ganzen anderen Pilze, Blastomyces und Histoplasma und Coccoides und bla bla bla. Und ja, die sind jetzt nicht so wichtig für uns, okay? Da gibt man dann eher das Itraconazol, Flu ist Candida, Vori ist Aspergillus. Dann gibt es noch Posaconazol. Posaconazol gibt es wieder P. Posa kann man sich ein paar Sachen merken mit P. Es wird verwendet zur Prophylaxe, P für Prophylaxe bei neutropenischen Patienten, okay? Prophylaxe bei neutropenischen Patienten. Dann haben wir eine hohe Proteinbindung, P für Proteinbindung. Dann ist es ein Substrat von P-Glykoprotein. Okay, also Prophylaxe, P-Glykoprotein und hohe Proteinbindung bei Posaconazol. Dann merken wir uns die Ps. So, wie werden die jetzt eliminiert? Hepatisch-renal, kann man sich leicht merken. Flu geht ins Lulu. Ja, Fluconazol wird nämlich renal eliminiert. Flu geht ins Lulu.
Mori und Itraconazol werden und Posaconazol werden hepatisch eliminiert. Okay. Bei Mori und Itraconazol ist es nur, die müssen halt nicht an die Nierenfunktion angepasst werden, wenn man sie oral gibt. Gibt man sie aber IV, muss man sie anpassen, weil dieses Lösungsvehikel, wieso man sie IV geben kann, das wird renal eliminiert. Okay? Aber merken wir uns einfach, Flu geht ins Lulu und die anderen werden hepatisch eliminiert. Gut. Dann die Nebenwirkungen und ZYPs. Gibt es auch ZYP-Interaktionen, okay? Itra und Fluconazol laufen über ZYP3A4 und 2C9. 3A4, 2C9. Voriconazol, 3A4, 2C9 und 2C19. 2D6 auch noch, aber ist das wurscht. Und Posa über 3A4. Was ist wichtig bei den Azolen? Die Resorption hängt ab vom pH-Wert des Magens. Protonenpumpeninhibitoren senken die Resorption von Azolen. Okay. Es gibt eine Ausnahme. Also jeder Protonenpumpenhemmer, alle Protonenpumpenhemmer senken die Resorption von den Azolen, außer Omeprazol und Voriconazol, weil Omeprazol ja über ZYP2C19 läuft, das blockiert, und Voriconazol über ZYP2C19 metabolisiert wird, kann Omeprazol den Spiegel von Voriconazol steigern. Okay, aber sonst merken wir uns viel einfacher, merken wir uns einfach, Protonenpumpeninhibitoren senken die Azolspiegel. Das, was wir uns merken. Gut. Nebenwirkungen, Transaminasenanstieg, Nona nicht. Wir haben ja viele ZYP-Interaktionen, also haben wir Transaminasenanstieg. Übelkeit, Bauchschmerzen, na gut, kann leicht vorkommen. Voriconazol ist noch special, weil es phototoxisch wirkt. Phototoxisch. Und es führt zu Sehstörungen. Sehstörungen, also V für visuell, so habe ich es mir gemerkt. Sehstörungen, V für visuell. Gut. Und Azole können auch noch zum Long-QT-Syndrom führen. Mori auf jeden Fall, ob es die anderen machen, erschließt sich bei mir aus den Büchern nicht so ganz. Aber merken wir uns mal Long-QT bei Azol-Antimikotik. Gut, dann Allylamine haben wir schon gemacht. Terbinafin, Naftifin, nur Haut. Caspar haben wir auch schon gemacht. Und jetzt noch das Flucytosin als letztes. Flucytosin, merken wir uns wieder das C vom Cytosin. Flucytosin in Kombination gegen Kryptokokken. Okay, gegen Candida auch, haben noch ein C. Aber Kryptokokken, Cytosin. Und in Combination, weil man es bei der Kryptokokken-Meningitis geben würde, mit Amphotericin zusammen. Flucytosin wird dann im Pilz durch die Cytosin-Desaminase zu 5-Fluorouracil und dann dort quasi wird es dann eingebaut quasi als Antimetabolit und wirkt halt wie 5-FU und hemmt die Thymidylat-Synthase. Der menschliche Körper hat das Enzym Cytosin-Desaminase nicht. Deshalb haben wir eigentlich diese Umwandlung von 5FC zu 5FU nicht wirklich zu erwarten. Aber unsere Bakterien im Darm können das. Okay? Wenn man es eine hohe Dosis gibt und wenn man es oral gibt, und wenn man es oral geben würde, würden die Bakterien im Darm aus 5FC, 5FU machen und ich hätte dann eben Durchfallerkrankungen und wirklich gastrointestinale Nebenwirkungen, weil eben das im Darm als Antimetabolit wirken würde. Oder wenn ich hohe Dosen verabreiche, normal wird es renal eliminiert, bei hohen Dosen wird es auch biliär eliminiert und dann habe ich auch Nebenwirkungen im Gastrointestinaltrakt. So. Ja gut, Neutropenie, Thrombopenie ist eh logisch, wenn ich ein Zytostatikum habe, das ist im Endeffekt 5-Fluorouracil Zytostatikum, das neutropenisch wirkt.
Und Transaminasenanstieg haben wir auch schon wieder. Also merken wir uns, alle Antimykotika außer Amphotericin sind hepatotoxisch. So, nur kurz diese Tabelle, die es da gibt. Also ich war in Liverpool und habe ich schon mal erzählt, die Ärzte dort, da gibt es die Mikrobiologen im Krankenhaus und die erstellen Tabellen, wann man wie was behandelt. Sieht man leider nicht so gescheit. Ich habe schlecht fotografiert. Aber nur so als Beispiel, okay, da sieht man dann Meningitis, First Line, Ceftriaxon zum Beispiel. Oder Tonsillitis, First Line, Penicillin. Das haben wir ja auch schon gelernt. Das wäre sogar auf uns übertragbar. Aber dann schreiben die hier zum Beispiel auch, wo war das? Genau, bei Clostridium difficile zum Beispiel nehmen die als First Line Fidaxo. Das würden wir zum Beispiel nicht nehmen. Bei einer Pyelonephritis würden wir wahrscheinlich eher Cipro verschreiben vielleicht. Die verschreiben gleich Pipitaz. Okay, also man sieht, es gibt halt Unterschiede. Nur ihr seht, wie es in manchen Krankenhäusern geregelt sein kann. Bei uns muss man es halt wissen. Gut, hier wieder diese Literaturliste. Und danke für eure Aufmerksamkeit. So. Rezeptieren. Rezeptieren ist an sich, vom wie ein Rezept aufgebaut sein muss, ist es nicht so schwierig, okay? Und auch das Rezeptieren als solches ist es nicht so die Hexerei. Wie läuft das ab im Pharmaseminar? Manchmal ist es so, dass ihr in der Einheit selber ein Rezept schreiben müsst, okay? Da kriegt ihr dann die Professoren oder die Lehrenden, haben Austria-Kodizes mit, da heißt dann, ja, machen Sie, Sie, Sie. Und sie machen jetzt ein Rezept und dann in der Zwischenzeit wird halt irgendwer geprüft und man sitzt halt und schreibt sein Rezept. Oder man kriegt den Austria-Kodex mit heim und muss bis zum nächsten Tag ein Rezept schreiben. Okay, ist unterschiedlich. Und dann ist es auch noch manchmal unterschiedlich. Bei manchen Professoren muss man sein eigenes Rezept vorstellen und sagen, begründen und quasi um die Krankheit herum ganz wenig und warum das Antibiotikum, warum hat man es gewählt, was jetzt für Nebenwirkungen, bla bla bla. Und bei manchen Professoren muss man das Rezept eines anderen beurteilen. Okay, von mir aus, er schreibt ein Rezept und ihm wird es ausgehändigt. So, ja, Kollege, was sagen Sie zu dem Rezept? Würden Sie das auch so machen? Warum hat der Kollege das so gemacht? Sagen Sie was dazu. Okay? So, aber man muss nicht bei, also ich habe bis jetzt, ich musste nicht rezeptieren damals im Block 9. Und es kommt halt immer nur ein gewisser Teil dran. Bei manchen muss man jeden Tag, bei manchen nur manchmal. Es ist halt immer unterschiedlich. Aber es ist eh ganz nett eigentlich. Gut. Wenn irgendjemand Ärzte als Eltern hat, ist es auch okay, dass ihr sowas nehmt. Okay, so eine Vorlage nehmt und alles reinschreibt. Kann man auch machen. Im Prinzip ist es ja ganz simpel. Man braucht sich nur überlegen, was brauche ich denn? Was muss auf ein Rezept oben sein? Naja, wie heißt der Arzt und wo wohnt er? Wie heißt der Patient? Was für ein Medikament soll er kriegen? Wie heißt das genau? Wie viele Stück sind da drinnen und wie soll er es nehmen? Und man muss ja immer alles unterschreiben. Okay, ist irgendwie eh logisch. Na, was soll denn sonst noch oben stehen oder was soll noch fehlen dann? Okay, und diese lateinischen Termini, aber die jetzt kennt ihr, ne, das ist mehr oder weniger egal, okay? Ja, und das RP muss man noch hinschreiben. Aber jetzt schauen wir uns mal das kurz an, das Ganze. Wichtig ist halt nur, dass man es richtig, dass man es macht, aber ist eh ganz simpel. Noch kurz zum Austria-Kodex, zur Schnellhilfe, wie schaut das aus? Ihr könnt einerseits in die Bibliothek gehen, euch den dort anschauen. Da geht sie hin, sagt, sie wollt es denn bitte haben, dann gebt es den Studentenausweis ab, ihr könnt euch das dann anschauen, nicht mit heimnehmen und dann wieder zurück eintauschen. Normal ist es so in der Schnellhilfe, da gibt es irgendwo so farbige Seiten und in den farbigen Seiten sind die Wirkstoffnamen drinnen, okay? Dann hat man dort von mir aus drinnen, sucht, blättert mal zu Ibuprofen. Dann steht dort Ibuprofen und auf der Seite stehen alphabetisch geordnet die Spezialitäten. Also von mir aus Ibumentin,
oder Ratio Dolor und die sind dann so aufgelistet. Okay, und dann denkt ihr euch, ja, Ratio Dolor für 100 klingt leibend. Dann blättert sie halt im Kodex in der Schnellhilfe herum unter R, Ratio Dolor 400, und dort steht dann drinnen die Dosierung, die Indikationen, Kontraindikationen, Wechselwirkungen. Okay? Empfiehlt sich schon, das mal kurz angeschaut zu haben in der Bibliothek, dauert genau 5 Minuten, dann macht man es exemplarisch für ein Präparat, Claritromycin, schaut mal, was gibt es für Formulierungen, und dann hat man es ein bisschen angeschaut und findet sich im Seminar schneller zurecht, okay? Dauert ja nicht lang. Gut, also der Arzt, Name des Arztes, Beruf, Berufssitz, naja, ist eh logisch, muss alles oben stehen. Das Datum ist halt wichtig. Warum muss das Datum oben stehen? Weil das Rezept nur einen Monat gültig ist nach der Verschreibung. Da muss mal das erste Mal eingelöst werden. Ein Kassenrezept sogar nur 14 Tage. Okay? Und dann bei manchen Medikamenten ist eben die Möglichkeit, dass man es öfter abgibt. Bis zu 5 weitere Abgaben sind möglich. Dann dieses Rezipe, RP, NIM, muss man halt hinschreiben, RP, bei diesen fertigen Krankenkassenrezepten steht da schon oben. Ist eigentlich vollkommen unnötig, aber es hat sich halt irgendwie so eingebürgert, das muss man halt hinschreiben. Ist halt eine Tradition. Gut, die Ordinatio, da schreibt sie ganz genau hin, wie das im Austria-Kodex steht. Wenn dort steht, Omeprazol, Ratiopharm, Mikrotabs, 40 Milligramm Kapseln, wenn das Präparat so heißt, wenn die Ordinatio das ist, muss man das so hinschreiben. Okay. Oder Ospen, 1000 Filmtabletten, wirklich ausschreiben. Man kann wahrscheinlich Filmtabletten mit FLM, Double, abkürzen, okay, aber fürs Seminar macht es wirklich so und auch, wenn man sich denkt, oh, Omeprazol, Razepam, Mikrotabs, bla bla, extra mühsam, das hinzuschreiben, macht es das so, okay, das muss man so machen. Oder nehmt es Omeprazol, wo das nicht so lang zu schreiben ist. Ich bin immer sehr schreibfaul, ich würde kürzer was nehmen, was kürzer ist. Subscriptio, da schreibt sie einfach nur hin unter die Ordinatio, das ist halt die Packungsgröße, zum Beispiel eine OP, eine Originalpackung, A30 Stück. Oder eine OP A10 Stück. Okay, schreibt man nichts hin, nimmt der Apotheker, Apothekerin automatisch das kleinste Packerl, wird dann ausgehändigt. Gut. Signatura ist ganz, ganz wichtig, ist nicht die Unterschrift, da schreibt man dann S hin und das ist die Anweisung, wie der Patient das Medikament zu nehmen hat. Eben 101 oder 001 oder 100, je nachdem. Das muss wirklich schön dastehen bei dem Medikament. Bei Bedarfsmedikation kann man auch hinschreiben, bei Bedarf, aber dann muss auch maximal dortstehen, die maximale Tagesdosis. Eben bei Diclofenac 150 Milligramm, aber Diclofenac ist eh nicht mehr so der Renner mittlerweile. Hat sie gestern eh gelernt, warum. Oder Ibuprofen ist die Tageshöchstdosis 2400 Milligramm. Oder bei Mephenaminsäure ist es halt 1500 Milligramm. Das müsst ihr nicht auswendig wissen, steht ja dort, aber irgendwann weiß man es halt. Gut. Unterschrift. Einfach nur irgendeine Paraffe reicht. Außer beim Suchtgiftrezept muss es schön, muss eine gescheite, lange Unterschrift sein, sonst reicht die Paraffe. Stempel und Paraffe. Es wird schön, wenn wir alle unsere eigenen Stempel haben, dann ist man Arzt. Gut. Der Avelino hat sich über meinen Gichtanfall hier lustig gemacht, den ich mit Anfang 20 einmal hatte. Ich war dann eine Zeit lang auf Allopurinol. Zuerst habe ich es nur genommen, eigentlich sehr kurz, und habe meinen Arzt gefragt: Na, was ist denn, Herr Doktor, kann ich das nur nach Bedarf nehmen, wenn ich einen Fleisch- und/oder Alkoholexzess habe? Hat er gesagt, ja, das können Sie machen. Habe ich das so betrieben, eine Zeit lang, aber nur ganz kurz. Ich trinke einfach viel Wasser und halte meine Harnsäure immer in Lösung, dass sie nicht auskristallisieren kann. Aber ich habe in England mit einem Rheumatologen geredet und der hat gesagt, naja, ich kriege fix mal die Gicht, also irgendwann muss ich Allopurinol nehmen, weil ich immer einen Harnsäurespiegel von über 7 habe. Also ich werde das ziemlich sicher mal kriegen. Gut. Auf jeden Fall. Aber Allopurinol, was hat Allopurinol für Nebenwirkungen? Habt ihr gestern gelernt? Bitte?
Es kann Gichtanfälle auslösen, das ist ganz toll, gell? Wir nehmen jetzt ein Medikament, das ist gegen Gicht, aber passen Sie auf, das kann einen Gichtanfall auslösen. Es ist ganz toll, ja, kann's, weil das die Harnsäure aus dem Knorpel rück reinströmt. Aber was sind eigentlich gefährliche Nebenwirkungen? Stephen Johnson. Es kann zum Stephen Johnson-Syndrom führen. Die Dermatologen mögen es nicht so gern. Und ich habe mit einem Patienten mal gesprochen, der hat es über Jahre genommen, hat es dann abgesetzt und plötzlich, wie es abgesetzt hat, zack, massive Stephen Johnson entwickelt. Und es kann zur interstitiellen Nephritis führen. Okay. Aber es macht die hohe Harnsäure auch, von dem her ist es wurscht. Okay, also, wir haben einmal Name des Patienten, Geburtsdatum. Also da ist mal das Geburtsdatum ist nicht wichtig, okay? Das Geburtsdatum ist nur wichtig beim Suchtgiftrezept. Nur beim Suchtgiftrezept ist das Geburtsdatum wichtig. Dann schreibt mal halt hin, RP steht schon oben, und dann schreibt es hin, Allopurinol, Generikon, Retard 300 Milligramm, eine Originalpackung zu, 30 Stück, und dann noch S, wie es der Patient zu nehmen hat. Okay, dann noch ein Stempel und Unterschrift. Bei uns damals im Seminar sind die Leute dann hergegangen, haben ein Rezept geschrieben und haben dann hingeschrieben, Ordinatio Doppelpunkt, Subscriptio Doppelpunkt, Inscriptio Doppelpunkt, okay? Da schreibt man natürlich nicht hin, okay? Ihr schreibt das Rezept natürlich nicht, Ordinatio, Subscriptio, Inscriptio und Invocatio hin als das Wort, okay? Das ist ja schwachsinnig. Das einzige Signatura mit S abkürzen. Ja? Ich würde dann schreiben, S bei Bedarf maximal 150 Milligramm pro Tag. Oder man kann ja hinschreiben, gerade bei Diclofenac 150 Milligramm S111 und man kann die Patienten wissen es gerade bei Schmerzmedikamenten dann eh immer, sie nehmen es eh nach Bedarf Schmerzmedikamente. Aber sonst muss man es dann wirklich gescheit hinschreiben, dass der Patient weiß, wie es zu nehmen hat. Gut, und dann erklären wir halt noch ein bisschen, was er zu viel trinken, ja. Powderschläge kannst machen. Und wie ist der weitere Therapieplan? Also immer den Patienten aufklären, was machen wir. Nur das mit den Übernebenwirkungen aufklären. Ich habe bis jetzt noch nie irgendwo erlebt, dass er bei einer Visite oder irgendwo, wenn ich beim Arzt wäre, dass man aufgeklärt. Ich meine, ich gehe nicht zum Arzt. Weil ich fast nie krank wäre, außer jetzt habe ich wirklich Pech gehabt. Aber im Normalfall klärt dich niemand auf. Das ist wirklich tragisch. Und bei der Visite geht man durch und dann, ja, sie kriegen ein neues Medikament. Und man erklärt dem gar nichts. Okay? Das ist manchmal sehr, sehr, weil die Zeit fehlt oft. Und ich nehme dann manchmal die Zeit und als Student hat man auf der Visite ja mehr Zeit und kann nachher zum Patienten gehen und wenn man, und dann kann man ein bisschen was erklären drüber. Gut, also schau mal, dass wir den Patienten aufklären. Übt das zu Hause, ihr habt ja quasi Auszüge vom Austria-Kodex in den Unterlagen von Professor Freismuth drinnen. Da sind ja quasi Ospenis drinnen oder vielleicht ist das Pif-Mezzilinam drin, weiß, müsst ihr schauen, was drin ist. Und da könnt ihr üben, mal so ein Angina tonsillaris, da gibt es halt. Bei Otitis gibt es halt Amoxi, bei der Angina gibt es halt Ospen und Hyporeuricemie haben wir das Beispiel hier. Beim Harnwegsinfekt könnte es auch Phospho geben oder was auch immer. Kann man sich ja aussuchen. Gut, was ist das Sonderfall? Sonderfall Suchtgiftrezept, das ihr das schreiben müsst, könnte theoretisch vorkommen, okay. Ist aber eher unwahrscheinlich. Und das ist das nächste, verschreibt nur Medikamente, die ihr kennt. Okay, verschreibt nur Medikamente, die ihr kennt. Wenn ihr zum Beispiel da, sagen wir, da ist irgendein ein Schmerzmittel, ein Analgetikum, das halt nett klingt für euch, aber ihr kennt es eigentlich gar nicht verschreiben. Nur Sachen verschreiben, die man kennt. Okay, aber es kann ja sein, dass ein Professor sagt, dann schreiben Sie ein Suchtgiftrezept. Dann kann man anmerken, eigentlich kenne ich die Suchtgifte nicht so gut. Haben wir noch nicht gelernt, sagt, dann schreiben Sie es trotzdem. Ja, dann schreibt man es halt. Und was ist da zu beachten? Wir haben einerseits den Anhang 3,
Das sind Suchtgifte, die mit normalem Rezept verschrieben werden können, wie Codein oder Tramadol. Codein ist ein Hustensaft, ein Antitussivum, wird zu 10% über CYP2D6 zu Morphin umgewandelt und soll dann halt den Hustenreflex hemmen. Das habt ihr gestern aber eh auch gesehen, diese Tabelle mit der Number Needed to Treat, dass es eigentlich allein sehr schwach wirksam ist. Gut, was ist das Besondere an Suchtgiftrezepten? Außer S3, S3 ist ein stinknormales Rezept. Die anderen Rezepte sind 14 Tage gültig. Der Arzt muss eine Kopie aufbewahren und da gibt es so Vignetten, die man raufklebt, okay, so dass man es kennen kann. Und ganz, 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 ganz wichtig, normal reicht der Patientenname, hier muss Geburtsdatum und Adresse angegeben sein und die Zahlen, wirklich jede Zahl, die oben ist, muss in Klammer ausgeschrieben sein. Okay? Weil aus einem Dreier ist schneller Achter gemacht oder aus einem Einser, wenn man kreativ ist, kann man schneller einen Zweier machen. Der Arzt muss mit Vor- und Nachnamen unterschreiben. Die Leute sind kreativ. Ein guter Freund von mir, also den kannte ich aus der Vorschule und Volksschule, der ist leider schon verstorben, weil er opiatabhängig war. Der hat auch Rezepte gefälscht. Der wurde sogar verurteilt, weil er Rezepte gefälscht hat. Also die sind da sehr kreativ. Gut, also was haben wir hier? Ja, hier bin ich, der Giftler. Wir haben wieder den Namen, diesmal auch die Adresse und das Geburtsdatum, das mal nicht stimmen kann. Und hier haben wir das Datum quasi, hier haben wir das Präparat, Mentalretat, 30, eine Originalpackung zu 10 Stück. Und 101, und dann kommt diese Vignette hier. Und hier muss man eben schön unterschreiben. Okay? So schön ist es auch nicht, aber ich kann auch nicht schön schreiben. Ja. Das war's einmal. Das war's mit dem Suchtgift, mit dem Rezeptin. Also ihr seht, Rezeptin ist nicht so schwierig an sich. Gibt es irgendwie noch Fragen zum Rezept? Bitte? Nein, bei Signatur reicht es. Bitte? Es ist irgendwie komisch, da gibt es halt Medikamente, die sind chefarztpflichtig, aber sie sind nicht chefarztpflichtig, weil sie teuer sind. Ich habe mir gedacht, immer früher chefarztpflichtige Medikamente haben irgend so einen tollen Wirkungsmechanismus oder irgendwas Besonderes und das kann nur ein Experte, der Chefarzt verschreiben. Ist einfach nur teuer und da muss halt der Chefarzt den Sanktus drauf geben. Aber das ist egal, im Austria-Kodex, was drinnen steht, okay, wenn du das Präparat kennst und dich fit fühlst, dass du verschreiben kannst, das verwenden fürs Seminar. Bitte? Ich nehme mal an, im Austria-Kodex wird es so eine Section geben, wo das drinnen steht. Aber für euch ist es jetzt, wenn man dann mit Opioiden arbeitet, weiß man es eh. Aber Codein kennt man irgendwie, da gibt es Codein und Hustensaft. Und wenn man viel Hustensaft trinkt, kann man high werden. Also Codein und Tramadol sind die wichtigsten sicher. So.